So, einmal das hier rauslöschen und einmal neu starten. Ja, Leute, da sind wir wieder. Das lief gerade alles andere als spektakulär. Direkt irgendwas falsch gemacht mit dem PC. Da hat der PC sich gesagt, nö, da mache ich nicht mehr mit, da bin ich raus, Brudi. Kein Bock auf die beiden Kein Bock auf die beiden, könnt ihr selber jetzt machen. Und wie immer sind wir erstmal 12 Minuten lang aus dem Spiel suspendiert. Deswegen würde ich sagen, übergebe ich eigentlich schon direkt an dich. Ja, weil ich kann erstmal in den Matches nichts machen. Weil wir haben uns jetzt so gedacht, dass wir so machen, dass ich die Ranked-Matches spiele, sie spielt die Unranked-Spiele, einfach weil das Elo, wo man sich bewegen würde, ein bisschen zu hoch für dich wäre. Mhm. Ja, ist ja auch ein bisschen fair. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, übergebe ich dir jetzt schon direkt das Feld. Finde ich super. Ja, leg perfekt. Und dann sind wir mal so fein. Und sagen uns Ladies first. Ach, nee. Extra Behandlung, wa? Ja, du, also wie gesagt, ich wollte ja eigentlich als erstes starten, so ein bisschen den Eisbrecher machen. Aber wenn es halt so ist, dass das Spiel sagt, nope, wir tappen raus, ne, dann there's nothing I can do. Kann ich noch ein bisschen höher machen? Ja, nein, das ist schon das Höchste. Leider. Okay, dann verschwinde ich halt im Bild, passt. Die Kamera tut mir mit dem Engel eh keinen Gefallen. So. Ja, passt. Ist ja nicht so schlimm. Man sieht dich, man wird deine Reactions sehen, wenn du vielleicht gut spielst oder auf den Sack bekommst. We never know. Und jetzt spielen wir Esperanza. Esperanza, wie die Jutta auf Deutsch sagt. Was ist eigentlich deine deine Lieblingskarte so bis mittlerweile? Meine Lieblingsmap. Die neue auf jeden Fall nicht. Okay, die neue schon mal nicht. Nee, die ist... Anarktis meinst du diese? Ja, okay. Antica Pennsylvania. Ah, ja, ja. Ganz schrecklich. Du musst noch wahrscheinlich Sensitivität nochmal umstellen. Stimmt. Option unter... Ich weiß gar nicht, doch bist schon Mausempfindlichkeit. Mausempfindlichkeit. Auf 4 hatte ich, ne? Ja, ich glaube schon. Wir haben es einfach mal gehaftet. Kannst du ja mal gleich gucken. Ja. Kannst wieder zurück ins Spiel tappen. Jetzt mache ich nochmal so, wie ich es bei dir normalerweise. Jetzt kannst du mal gucken, ob das von der Geschwindigkeit her passt oder ja, zu schnell. Ja, sonst kannst du leiser machen. Ich hab das Headset noch nicht so richtig eingepegelt. Das ist ein Helikopter, ich dachte schon, was ist das? Hallihallo. Das ist alles wieder das mit dem Robo. Ja. Genau so ist es. So sieht's aus. Dann mit dem Robo. Du wirst direkt geboostet. Jetzt kannst du auch direkt reinknallen. Ich brauch Heilsam eigentlich. Aber. Ich würde mich da nicht hinbewegen. Nicht wenn da Sigma und solche Leute sind. Hanzo sehe ich auch. Oder ist das ein Hanzo? Nein. Das ist eine Ash. Ja, das war ein bisschen jetzt. Da hatte ich die Ash abgeknallt. Ein toller Held eigentlich, wenn man weiß, wie man sie spielt, weil die muss schon, da braucht man schon ein gewisses Aiming. Ja. Sonst funktioniert das einfach und nicht. Ash gehört zusammen mit Soldier und Soldier, glaube ich, momentan sogar zu einem der besten Heroes, die man spielen kann. Hast du dir sowas angeguckt hier? Ah, was ist denn hier? Gut, es ist halt logisch, ne? Wenn das Stinkefinger darf ich nicht zeigen. Nein. Dann wäre ich von Twitch. Du kannst zeigen, aber so viel retten wird es dich nicht. Nein. So, jetzt ich wurde wieder belegen. Ja, jetzt pass auf. Nein, ich bin so. Ah, das war der Hanzo. Du warst wieder dead. Nee, das war jetzt Ash. Nee, das war wieder die Ash. Oh, was für eine. Da müsst ihr euch halt überlegen, ne? Weil jetzt ist so die Zeit gekommen, zu gucken, woran hat's gelesen. Gelesen, ne? Bei mir. Warum wird die Fracht nicht bewegt? Warum werden alle Teammates gekillt? Weil alle in Teamkill, die haben Teamkill gemacht, okay? Sind alle gestorben. So, jetzt kommt schon die Provokation mit Easy und so. Deine Leiche wird hier immer schön hochgeworfen. Nope. Immer schön. Die machen Seestern, die schlägt ein Rad. Ja. Okay, Damage Boost, danke. Bringt mir halt nichts, weil ich keinen Damage mache. Sie bewegen die Barrikade. Ja, aktuell sieht das für euch gar nicht so gut aus. Das sieht böse aus. Hättest du durchgepusht, wenn er jetzt Sigma tötet? Ah, oh, er wird auch noch gepusht.
Ja, du musst halt aufpassen, wenn er halt sein Schild macht. Also, je mehr Schaden du ihn machst in dieser Phase, umso mehr kriegt er ein Schild. Das heißt, jetzt müsstest du vielleicht mal aufpassen. Ja, jetzt ist er dead. Jetzt kann man pushen, jetzt kann man gegen pushen. So, jetzt ist ja vielleicht der Moment gekommen, wo man eventuell den Robo mal mindestens ein paar Zentimeter bewegt. Also bei euch ist das schon sehr viele Zentimeter, die ihr da bewegen müsst. Ey, ich hab letztens ein Match gespielt, ne? Keiner hat gecheckt, dass ich... Das ist Bob. Bob, der Meister. Los, dass ich halt literally den ganzen Robo bewegt hab. So, 5-6 Meter. Ein bisschen schön gebackt dort. Und dann so, bäh, einfach. Hat ihr einfach der Sigma... Ja, so kommt. Sigma Gabriel einfach ausgesiegt. Sigma Gabriel. Wie ich ihn immer so schön nenne. Der Sigma Gabriel. So, jetzt hast du natürlich die Ulti. Ja. Als Soldier eigentlich sehr mächtig. Ne? Highground suchen. Highground suchen. Gucken vielleicht, ob Anna eine Ulti auch bereit hat. Dann kann man das so schön kombinieren. Hat sie gleich. Nano Boost 99%. Das heißt vielleicht... Kann ich hier hochgehen? Ja, aber das... Du kommst jetzt nur auf diese Seite hoch. Ja. Jetzt vielleicht guten Moment abwarten. Jetzt nicht einfach stumpf die Ulti reinballern. Ne? Das ist zum Beispiel jetzt nicht der Moment, wo man eine geile Ulti reinschmeißt. Nein, will. Das ist es nicht. Wenn du die vielleicht, wenn du die vielleicht so ein bisschen in Schwitzkasten nimmst, dann könnte das gut werden. So, genau. Du könntest jetzt dich jetzt probieren. Mein Vorschlag. Nee, okay. Nee, aber mein Vorschlag wäre, über rechts zu gehen. Und dann aus der Seite. Ja, hier rüber. Und dann vielleicht auf deren High Ground gehen und dann die Ulti. Ah, das ist es. Ja, die kannst du aber killen. Siehst du? Ah, Mama. Heilen. Die verpisst sich. Ja. Kannst dich heilen. Hab ich. Und jetzt könnt ihr so eine Ulti reinknallen. Bewegen dabei. Ja. Wichtig bewegen. Du darfst nicht stehen bleiben. Oh, das Game ist slack. Ja, das ist nicht so schlimm, das normal. Anyway, ich hab depressed. Yay! Das ist halt Regel Nummer 1 als guter alter Soldier, ne? Wenn man die Ulti zündet, muss Bewegung rein. Sonst bist du leichtes. Wenn ich mich halt auch zu sehr bewege, dann treffe ich mal wieder nicht. Aber du hast ja die Ulti. In der Ulti. Aber auch ohne Ulti. Mir wird immer angeschrien, beweg dich. Deswegen so ein kleines Drill-Training von meinem Freund immer. Danke an dieser Stelle. Ich glaube, er guckt nicht zu, aber scheiße auch nicht. Ja, man muss ja auch, es ist ja eigentlich bei Soldier, das ist ja das Gute daran, man kann eigentlich alle seine Shooter-Erfahrungen, die man jemals irgendwo in irgendwelchen Spielen gesammelt hat, irgendwo channeln. Ja, ich bin ja Shooter-Virgin, also... Ja, dann ist schwierig. Davor habe ich vielleicht mit 9 das erste Mal Call of Duty auf der Xbox gespielt damals. Aber halt auch nicht regulär. Weil eigentlich das Erste, was du lernst in Shootern ist, nachdem du eigentlich erstmal so ein bisschen Maustastatursteuerung innerlich verlinkt, ist halt der nächste Schritt, den man normalerweise macht, das Strafen, wie man das in der Pro-Sprache sagen würde. Sprich, man schießt und bewegt sich nebenbei dabei und justiert noch die Maus dazwischen. Das heißt, so funktioniert das. Aliens hat mir dabei nicht geholfen. Ja, aber man muss auch sehr viel Zeit rein investieren. So, Bob ist jetzt hier gefährlich, kann man töten, damit ihr euch nicht in die Backline geht. Damit hast du aber ein bisschen so das. So. Aber ey, man kann sagen, was man will. Ihr habt euch erstmal so zurückgekämpft. Und das muss man mal sagen, die Supporter, die sind gut. So, die Mercy ist gut, die Ana ist gut. Ja, die machen gut hier. Dein Mit-DPSler ist auch nicht schlecht. Deine Symmetra. Die haut auch ganz gut was rein. Und der Tank, der klärt einfach hier mal eine Situation, die eigentlich für euch komplett schlecht wäre. Ja, du musst durch den Schild durch, sonst kannst du nicht fallen. So, genau, sehr schön, jetzt einfach pushen. Ja, einfach draufballern. Du hast Heiler Support, du hast eigentlich alles, du kannst dich auch selbst heilen, wenn was ist. Die haben jetzt Genji? Nein, das ist immer noch doch nicht okay. Ja. So. Ah. Er hat zu spät Heilung gesetzt. Nee, das ist Genji, der ich gekillt habe. Was? Das ist neu. Ich hab schon üblere Einsätze erlebt. Den wäre ich nicht gekillt. Aber so fürs Erste nicht schlecht. 3 Minuten. Gut was gepusht. Jetzt kommen sie mit dem Push wieder. Würde ich jetzt nicht pushen. Ich pushe. Weg. Lauf. Du bist schneller als ein Genji, du bist schneller als eine Soldier. Ja, Mama. Immer schön neu formieren jetzt. Zu Sigma. Okay, jetzt natürlich in dem Fall Pech. Ja, okay. Aber ey, er hat Ulti gewastet. Hat er? Er hat Ulti gewastet. Oder? Nee. Sah so aus, als hätte er die Ulti gewastet. Leider, nein.
Aber das werden sie bereuen. Halt's nicht so spannend. So, jetzt ist der Moment gekommen, wo ihr euch nochmal neu formiert und jetzt nochmal zusammen angreift. So. Okay, Mutti. So, jetzt haben die ihn rein. Ah. Bisschen schwieriger. Auf den Stand. Oh ja, jetzt wird's dead. Yes, yeah. Ist dead. Da müsste man sich jetzt langsam so die Gedanken machen, ob jetzt ein Soldier oder eine Symmetra, ich weiß gar nicht, spielt er? Doch, die spielt immer noch Symmetra. Ob eine Symmetra oder Soldier noch so viel Sinn machen. Ja, weil gegen den Reinhardt bringt dir ein Soldier nicht mehr allzu viel. Einfach weil der Schild die ganze Zeit dazwischen hängt. Was soll ich machen? Reaper, Junkrat, alles was sehr viel drüber ballert. Das ist ganz gut. Junkrat kann ich ja nicht, also danke. Was mit Reaper? Reaper schon eher, aber auch sehr gut. Fami, guten Mittag zusammen. Fami, zurück hey, an hallo. Dich. Hallo. Brudi, was geht's? Bin länger nicht mehr voneinander gehört. Was geht's? Was macht das Legion? Ja, das Legion. Ich bin jetzt Bastion kann ich auch empfehlen. Yes. Oh ja, Bastion. Weil damit kannst du durch Reinhardt Schild wenigstens komplett durchballern. Da ist neben, der ist... Ja, ihr müsst pushen. Contesten. Jetzt musst du mit Reaper spielen. Contesten. Ja. Nein, doch. Nein, ihr werdet von 5 Leuten attackiert, Adam. Ja, jetzt vorbei. War in der Türkei daher nicht so. Ah, ja. Ja, alles gut, Fami. Viel verpasst hast du, mehr ich zu sein nicht. Also Montag, Dienstag lief sowieso nicht super viel. So, wollen wir das sehen? Ja, nein, kannst du ausmachen. Dann switchen wir mal. So. Hallo. Bleib ich mal hier. Danke. Oder kannst du mir geben, wie du willst. Perfekt. Jesus. Bin froh, dass es nur Quickplay ist. Ja, du. Mein Arsch wird's versitzen. Ach Mensch. Ist das jetzt so richtig? So, ja. Ja, Fami, Alter. Die Türkei ist aber dafür, naja, wenn man jetzt mal so abgesehen davon, wie es gerade so aussieht, ne, mit den ganzen Erdbeben, was da passiert ist, eigentlich ein schöner Ort. 24 Sekunden, super. Guck mal, hast du sogar wenigstens die Zeit gut durchgestreckt. Aber ja, Mann, wie geht's dir? Läuft der Stream eigentlich flüssig? Weil mir wurde gerade eben so am Rande gesagt, dass das so ein bisschen auf unserer Seite laggt, aber das muss nichts bedeuten. Manchmal hat man das öfters so. Deswegen, Fami, kannst du ja bei Bescheid sagen, ob das soweit in Ordnung ist oder nicht. Währenddessen trinke ich ein Getränk mit einem grünen Logo, was wir nicht bewerben, natürlich. Ja, und ich das mit dem großen M vorne drauf, außer Dose. So, jetzt starten wir rein. Jetzt hoffen wir mal, funktioniert das auch mal. Ohne, dass ich gleich direkt sofort instant rausfliege. So, bis dato muss ich jetzt erstmal kurz nochmal auch meine Steuerung. Na, stimmt. Das heißt, wir merken uns, du hast die 4, ich habe die 8. Wir hatten letztens auf 22% gespielt. Ich. Ach so. Weil bei mir zu Hause ist meine Maus um einiges langsamer. Ah. Und deswegen muss ich es ein bisschen hochpegeln, damit es wieder passt. So. Machst du einen Tick lauter sogar? Damit ich auch Steps höre. Okay, hallo. Da jemand... Hallo! Hallo. Das ja. Erste Mal bin ich in die Türkei geflogen und dachte mir, in Deutschland war es wärmer. Oha! Wow! Als wenn. Nee! Aua. Was? Nein! Alter, in welchem Teil von Deutschland lebst du? Also wenn ich zum Beispiel gucke, wie das bei uns hier so in Oldenburg ist, also warm ist es nicht. Also es ist im Vergleich zu den letzten Tagen deutlich wärmer, ja, aber... Jetzt aber nicht warm, aber so nicht im Sinne warm. Von... Das ist nicht so, dass ich mit einem Pulli rausgehen kann oder so. Nee. Und dafür ist es halt zu kalt, nass, so. Es betrübt mich, dass er in Gefahr ist. Ich hab in der... Ja, klingt mir richtig, aber in der Practice Range ein bisschen mit Mercy geübt, okay? Ich kann ein bisschen Mercy spielen, wenn ich will. Ja, aber das ist dein Support, ne? Ja. Aber mit Moira. Also wenn ich Support spiele, bin ich Moira. Moira ist wenigstens gut, weil mit der kann man auch ganz gut DPS nein, ne? Ja, und sie ist für den Anfang ganz gut, wie gesagt. Ansonsten habe ich nämlich immer Baptiste gespielt und das war schrecklich. Ja, jetzt ist es halt wilder, ne? Weil jetzt sind wir hier in einem Matchup im Gold-Rank. Ja, und ich werde einfach von der Seite gekillt. Ah, die May, ne? Ja. Reaper. We lost two.
Ihm geht's gut? Ja, ja, der Junge denkt sich einfach so, ich misch mich gar nicht in die Fights ein. Ist ja nicht so, dass man den Punkt erst in, keine Ahnung, 10 Sekunden einnehmen kann. Ja. In der Zwischenzeit hätte er mir wenigstens mal die May oder so vom Leib halten können. Aber Reaper, okay. You're gonna get wrecked on the objective. Just let them have it. We lost two. Okay, they're back. Okay. Was ist das denn für eine Einstellung, Digi? Der sagt einfach hier so, ja, hier alles verloren, vergiss es. Hamburg war so 5, 6 Grad, in der Türkei 1, minus 1. Oh. Okay, gut. Reaper ist dead, also alle DPSler sind tot. Das ist natürlich gut. Immer gut. Okay, that's shit. Rip. Ja, okay. Das ist halt jetzt das Problematische, weil wenn unsere DPSler nichts reißen, dann bringt der auch... Ja. Okay, gucken wir mal. Hamburg war so 5, 6 Grad und in der Türkei waren es... Alter, aber krass. Dieser Unterschied. Da ist es jetzt nicht der krasseste Unterschied, aber ey, da, überhaupt die Tatsache, dass es hier mal... Warum rushst du da rein, Diggi? Du bist komplett down. Jungs, könnt ihr einmal regroupen, bitte? Gib ihn! Ja, okay, nice. Was ich mit Mercy noch ein bisschen üben muss. Ja, das Problem ist, ich kann halt einen Reinhardt nicht heilen, wenn da 5 Millionen Leute ihn rein depressen. Das Einzige, was mit Mercy halt noch bei mir ein bisschen und es läuft schlecht. Ist das Fliegen. 75%. Also wenn wir jetzt nicht langsam den Punkt bekommen, sieht das kringelig düster aus. Das ist böse. Ja, guck mal, eine Saya. Das ist doch schon mal eine tausendmal bessere Wahl als das, was wir gerade eben hier genommen haben. Guck mal, und sofort läuft's wieder. Super. Da kann man mal sehen, eine Stellschraube muss man in Overwatch drehen und dann läuft das auch mal. Das Auto war eine Katastrophe, Bremse nicht vorhanden, nur Handbremse, und als ich in Hatay ein Gebäude neben eingestürzt ist, waren alle Scheiben broke und die Airbags haben gezündet. Oh Gott, Diggi, was ist das denn für ein Erlebnis? Also Fami, wie lebst du noch? Dein Leben hätte ich nicht gern in dieser Zeit. Ist auch aber auch echt wild da momentan, wie es dazu geht. Man hört ja nur hier und da ein bisschen was in den Nachrichten. Aber so das volle Ausmaß, glaube ich, kriegt dann niemand so mit. Oh, shit. Ja, Leute, ich kann euch nicht heilen. Ja, dead. War schlecht. War eine dumme Idee. Suicide Rush. Machbar jetzt noch zu holen, aber dafür müsst ihr jetzt Saya ein bisschen überleben. Und zwar schnell. Oh, sie ist tot. Ja, gut. Damit war's. Das war's dann. Ja, 99 von 100. Aber ich meine, so an sich erstmal nicht schlimm. Comeback-Chancen sind ja immer real, das ist immer das Gute an solchen Point-basierten Spielen. Aber da muss man jetzt halt, ja, da müssen wir jetzt mal ein bisschen mit Schmackes arbeiten. Alles im Bruder, fragt die Frau Mutter. Zum Glück bin ich über die Berge gefahren, als es abwärts ging. Der ursprüngliche Fahrer hat uns fast in 1000 Meter Abgrund gefahren. Also, ich will ehrlich gesagt gar keinen Kontext. Warum machst du sowas? Ich verstehe das nicht. Einfach nur angsteinflößend. Was hängst du da mit Leuten ab? Oder welche Leute ziehst du so immer an, ey? Also, was das angeht, Fami, muss man schon mal sagen, da hast du kein gutes Händchen. So, komm, genau, reißt euch zusammen hier. Das machen wir jetzt hier noch. Gucken wir mal, wie wir das jetzt hier regeln. Selber Bild, den sie letztes Mal hatten. Ja, nice. Cassidy macht auch seinen Job, das ist wichtig. Das ist halt, so läuft's halt. Wenn DDs ihre Arbeit machen, dann kann man halt auch was killen so. Weil der DPS, ja gut, der DPS-Vergleich ist jetzt nicht so der krasse. So, jetzt nur noch nicht overextenden. Jo.
Dachte ich mir schon. Deswegen haben wir den Sound ja auch ganz hoch gestellt, damit man solche Steps auch hört. Ja, okay, das war vielleicht nicht so smart von deiner Seite aus. Digi. Der Rest war knapp. Ja, der Reaper hat gerade richtig reingekackt. Gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn! Ja, nee, irgendwann kann ich nicht mehr. Aber wir haben gut was gemacht, selbst wenn wir den Point verlieren, 56% oder sogar noch ein bisschen mehr. Das ist sogar gut. Ich find's immer geil, wenn man stirbt, wie die dann so ein Rad drehen. So ein Stern. Ja. So. Die Ragdolls, wie die da rumfliegen. Hab Videos, die kann man eigentlich niemandem zeigen. Oh, ich, ja. Uiuiui. Ringelig. Ja, was lernen wir daraus, Fami? Immer, immer die Leute erstmal abchecken, was das so für Typen sind. Reaper, I'll bubble you when you get your ult. Yeah, yeah. I'm on 91% right now. I don't have bubble now. No problem. Ja, das ist jetzt schlecht. I do have ult. I can go in a minute. Go ahead, whenever. Nein, Reaper. I don't think we actually need to be honest. Sag das nicht zu früh. Der kommt hier mit solchen Sachen so, ja, boosten, Digi. Da ist ja was für Loser. Ich hab gelernt, dass ein VWT5 auch 5-6 als das maximale Gewinnslimit. Hm. Kann mal bitte Kiriko jemanden killen? Okay, ich tu's. I do it! Let me cool oder auch nicht. For you. Okay, das war ja richtig gewastet, die Uhr. Ah nein, wobei sie hat noch Mercy gekillt. Nice. Haben wir noch die Reaper ult? Ja, Reaper ist auch noch dabei. Ja. Aber wie oft wendet man dieses Wissen denn an? Das ist ja eher so mein Gedanke. I could go mit der Bremsweg-Berechnungsformel. Stimmt's, Arthur, das ist immer so. Wie lange braucht er denn für seine Ulti? Oh Gott. Ich muss ihn am Leben halten, weil er ist der einzige. Ja, oh mein Gott. Ja, ich muss ihn holen. Aber Arthur, Wissen, was man sich jemals angeeignet hat, kann manchmal nützlich sein. In den unerwartetsten Situationen. Das ist wie mit What der a wasted word, Reap. mit der Bremswegs-Berechnungsformel aus der Fahrschule. Ich frage mich auch, wer die wirklich for real anwendet. Niemand. So, okay, mein Bremsweg. Ab hier. Mhm, okay, so. Das ist einfach nur theoretisches Wissen, um dann zu sagen, ja, ich kann Auto fahren. Haben wir dir mal irgendwann mal erzählt, so. Ja, so nach dem Motto, als wenn das zeigt, ob du Auto fahren kannst oder nicht. Unnützes Wissen. Tja. Zeitverschwendung. Das ist genauso wie Mathe in der Schule. Ah, ja. Also das Einzige, was du eigentlich letztendlich brauchst, ist multiplizieren, addieren, subtrahieren, dividieren. Ja. Vielleicht ein bisschen Bruch, Prozentrechnung vielleicht auch noch. Nicht vielleicht, das brauchst du. Und. Aber ich kann's das trotzdem war's. Nicht. Ich kann's trotzdem nicht. Und das war's eigentlich. Mehr brauchst du auch. Hm. Ja. Wo ich mir dann auch frage, warum lernt man noch alles andere? Ja. Das ist wie mit. Naja, gut, in dem Fall ja, aber du hast, Fami, du hast dich einfach für so ein extremes Leben allgemein entschieden. Bei dir ist ja scheinbar sowieso nichts normal im okay, Leben. Okay, wenn dir die Bremsberechnung Leben gerettet hat, ist super. Manchmal ist es doch ganz sinnvoll, auch wenn man es nicht erwartet. Bei dir ist es halt so, Fami. Ich würde es nie benutzen. Ja, okay, das war dumm von meiner Seite aus. Hab mich in eine Ecke reindrängen lassen, die ich gar nicht haben wollte. Das war schon eine miese Krise. War schon miese Krise, aber Leute waren wieder so verteilt und jetzt werden wir gleich wahrscheinlich hier zurückgedrängt werden, wie immer. Das ist auf dieser Map immer ganz schlimm. Jetzt werden die hier irgendwo stehen und warten, ne? Oder Soldier steht schon ready. Da steht schon eine Startlöcher. So, meine lieben Freunde, wie wär's, wenn wir jetzt mal einmal hier so reingehen und den Lachs mal so ein bisschen klären? Also das ist auch wild von... Hau rein, Reinhardt. Ah, Genji ist tot. Super. Also Genji Anna ist tot. Ja.
Ja, und ich bin dead. Ich weiß halt nicht, was sie halt in der Zwischenzeit halt machen, weil wir müssen an Reinhardt vorbeikommen oder mindestens ihre Heiler töten, damit wir da überhaupt vorbeikommen. Ansonsten wird's nicht viel. Ich weiß auch nicht, warum wir keinen Genji haben. Oh, ja, okay, das war dumm. Das war jetzt dumm von mir. 2000 bin ich mit Verwandtschaft in den Bergen gewesen. Da hatten wir gar keine Bremse. Dagegen ist Handbremse noch sehr entspannt. Wahnsinn. Wie, was, wo? Ach, Farmi, ich sag einfach nichts mehr dazu. Dein Leben ist crazy, Bro. Dein Leben ist crazy. Oh, das ist schlecht. Ja, ich bin dead. Satz mit X ist faul. Also ich frag mich, wo meine DDs sind. Beide gehen auf Heiler drauf. Sie killen keine Heiler. Und das ist scheiße. Weil die sind ja gut für Backdoor, ne? Sowohl Reaper als auch Dings. Aber wenn sie nicht mal das auf die Reihe bekommt, funktioniert das schwierig. Oh, er wurde einfach geinstant-killed. Guys, what the fuck are you doing? Psst, so schlecht. Und krieg ordentlich aufs Maul. Nee, das wird nichts. Natürlich nicht. Matter of fact. Ja. Und so kann man halt ein Spiel auch verlieren. Ja. Also eigentlich so der Anfang war in Ordnung. Nee, ich finde diesen Startbildschirm so. Nee, komm. Ja, ist halt Valentinstag, ne? Valentinstag ist ja schon 3 Wochen her, aber das juckt doch niemanden. Willst du wahrscheinlich im DD wieder, ne? Hättest du auch beides machen können. Beides? Ja. Aber du wirst dann meistens immer Unterstützer gecued. Ist mir wurscht. Okay. Spiel ich eine scheiß Moira. Dann überlasse ich dir hier wieder das Feld. Ja, danke schön. War der Zustand von Autos außerhalb von Europa, werdet ihr euch erschrecken? Ja! Klingt nach sehr viel Spaß. Ist dumb way to die, sag ich nur. Das ist so der Moment, wo ich mir dann denken würde, zum Glück fahre ich kein beschissenes Auto. Also ich habe einen Führerschein, ja. Aber Autofahren so an sich, nö. Wozu auch? So, Deutschland ist ja wenigstens ein tolles Land, was das angeht. Du kommst überall mit einem Zug hin. Ah, ich bin DPS geworden. Du kannst überall eine Bahn nehmen. Okay, gut. Ob sie pünktlich ankommen, sowohl der Zug als auch die Bahn. Das ist eine andere Frage, das stimmt. Da weiß man ja nie so richtig, wie es so funktioniert. Ne? Da bin ich zum Beispiel auch neidisch auf solche Länder wie Japan. Ne? Weil die haben ja eine richtig, richtig hohe Präzision, was sowas angeht. Ich meine, habe ich nur mal so ganz random mal mitbekommen in den Nachrichten, dass sich irgendwie ein Zugchef sich öffentlich entschuldigen musste, weil der Zug 1 Minute zu spät kam. 1 Minute! Das ist ja in Deutschland ja Standard. Das ist ja wirklich tagtäglich so, dass wir auf Züge meistens immer mit Verspätung warten müssen oder Busse oder Bahn. Und da haben sie sich entschuldigt, weil er 1 Minute zu spät war. Ja. 1 Minute. Japan ist crazy, was das angeht. Portugal auch. Im Urlaubskollegen lustig, Bremse funktioniert wahrscheinlich so 10% mit 100 km/h. Ich habe 250 Meter Bremsweg. Jesus. Ach, Fami. Hi, Mama. Noch läuft gut für dich. Ich frag mich, wann der Moment mal kommt, wo du mal vielleicht wirklich ernsthafte Schmerzen daraus ziehen wirst. Irgendwie zu spät geschnallt, zu spät verstanden, dass da überhaupt irgendwie was nicht funktioniert. Bäm. Keine Ahnung. Rippenbrüche, Schädelfraktur, alles, was man so bekommen kann. Ja. Ne? Aber jetzt noch den Tod mitnehmen. Naja, das wäre jetzt unschön, ne? Aber. Aber ich sag mal so, es ist. Bei Autos weiß man nie, ja. Gerade Autos, die nicht funktionstüchtig sind oder sagen wir mal so eher eingeschränkt funktionieren, ist halt wild. Da würde ich auf sowas würde ich nicht vertrauen. Also gerade Türkei würde ich vielleicht noch mit meinem eigenen Auto fahren. So die Leute mit Vorurteilen würden sagen, okay, Polen vielleicht nicht, ja, sonst wird's geklaut. Aber ansonsten. Oh. Schon interessant. Oh, ey, was ist die Echo? Ja. Ja, da musst du dich. Also, du bist ja halt Soldier, ne? Das ist eigentlich ich für dich. Ich brauch gleich High Ground, wenn wir weiter pushen können.
bin noch lange nicht am Ende. Naja, den High Ground müsst ihr euch ja irgendwo wieder verdienen. So. Ihr müsst ja eigentlich dahin kommen, wo sie jetzt gerade aktuell stehen. Ich muss diese scheiß Echo loswerden. Ich muss mich um die Echo kümmern. Ja, für Echo stehen euch viele Möglichkeiten zur Verfügung. Ne? Ihr habt ja einmal Widow wäre möglich, Para. Ja, das war nicht so gut rein zu pushen ohne Backup, weil gerade Ramattra seine Ulti gezündet hat. Das heißt, für euch ist erstmal Schicht im Schach. Schicht im Schach, Ende Gelände. Ich würde sagen, 10% der deutschen Fahrer traue ich den Verkehr in der Türkei zu, der Rest sollte Taxi fahren. Was ist los? Und das ist halt das Gute auch bei mir. Ich werde wahrscheinlich niemals in die Türkei jemals meinen Fuß reinbewegen. Also, jetzt bezogen auf Autofahren Hallo. Oder so, sondern ganz normal, so wie normale Touris das machen. Ganz normal, wie es Touris machen. Schön in den Flieger einsteigen, irgendwo nach Ankara oder irgendwo hin, wo es schön ist. Gerade Ankara, Ankara. Sorry. Ah, Aussprachen, Leute. Ranked, sag ich nur. Ranked. Ranked, Digi. Hast du im Englisch richtig aufgepasst? Nein, jeder sagt. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass man in der Community Ranked sagt. Wie die Ranke. Davon da kommt das Wort. Ich würde sagen, circa 10% der deutschen Fahrer traue ich nicht den Verkehr in der Türkei. Vor jeder Abbiegung hupen ist so eine Standardsache. Ah, super. Ja, oder man lernt dort erstmal Auto zu fahren. Wir werden mal da. Vielleicht fahren wir auch falsch Auto. Ja. Kann auch sein, dass wir falsch Auto fahren, aber kann auch sein, dass vielleicht ein paar Länder sich ja auch einen scheiß Knus abfangen. Man kann sich ja über viele Sachen in Deutschland ja sich aufregen. So bürokratisch, dies, das, jenes. Ja, ist halt nicht geil. Aber was man sagen kann ist, wenn man so ein bisschen über diese Bürokratie hinausgeht, läuft es actually not bad. So, Autofahren, die du Führerschein bekommst, läuft eigentlich ganz gut. Also meine Meinung, da ist alles schön geregelt, du musst erstmal eine Theorie machen, du musst erstmal einen Praxisteil machen, da musst du auch wirklich sauber auf der Autobahn fahren, sauber in Landstraßen, da musst du erstmal noch verschiedene Verkehrslagen meistern, einmal in der Nacht fahren, Landstraßen, alles mögliche, bis der Fahrlehrer mal sagt, Brudi, es ist soweit, Zeit mal richtig Führerschein zu machen. Ich weiß nicht, wie es in der Türkei ist, ich glaube, da wird dir einfach gesagt, hast du Geld, hast du Auto? Ja komm, machen wir mal fünf Runden. Wie auf dem türkischen Basar handelt man sich so die Zeiten runter. fünf Runden, 500. Okay, machen wir drei Runden. Nein, drei Runden. Und dann Führerschein. So, dass wir ihn nicht mehr angucken. So könnte ich es mir eher vorstellen. Aber das meine ich ja so ein bisschen. Ein Sümmchen zu viel. Bei Deutschland ist es halt besser. Also ich mag nicht alles an Deutschland, so von der Bürokratie her und wie das aufgebaut ist, aber Führerschein muss ich mal sagen, auch wenn es mich abgefuckt hat, letztendlich bin ich doch dankbar dafür, dass man es wirklich sehr, sehr strikt gemacht hat. Einfach weil du dann halt so gut ausgebildet wurdest. Ja, ob dann am Ende die Leute so fahren oder nicht, kenne einige, die fahren wie die letzten Trottel, ja, da will ich keine Namen jetzt nennen, aber... Nee, find's gut, wie das so bei uns hier gehandhabt wird. Weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ich glaube, ich habe mal meinen Vater gefragt, wie das so in Osten ist, also in Russland, Kasachstan, Ukraine, so in dem Bereich. Und da ist es auch nicht so wild, wird das so wild gemacht. Also du hast zwar schon deine Führerscheinprüfung, du hast auch deine Fahrstunden, aber da ist es nie so, dass man es wirklich auf klein auf, so weißt du, die ganzen Theoriestunden oder so, sondern einfach nur so... Steigst in Auto, hier, Digga, da Shield, fahrst du mal ein paar Runden. Du machst dies, du machst das, jetzt machst du Führerschein. Oh, geil, fertig, hast du dein Ding. Und dann wundert man sich, warum die Russen so, warum man immer, keine Ahnung, wenn man irgendwie Nachrichten schaut oder auf YouTube unterwegs ist oder sich Memes anguckt, immer irgend so ein Russen-Video mit einer Dashcam und irgendein wilder Scheiß, der irgendwie passiert. Ja. Genau deswegen, weil der Führerschein dort einfach dir hinterhergeworfen wird. Weiß nicht, wie es heutzutage ist. Mein Vater hat es mir erzählt, damals war es recht locker. Damals heißt? 30, 50 Jahren. So zwischen 30, 40 Jahren. Mhm. Also da war nochmal eine andere Zeit. Ja. Aber ich glaube, hier war es auch eine andere Zeit, was Führerschein angeht. Ja, gut, tauschen wir mal hier Plätze. Jetzt bist du wieder dran. Du musst dir das leider kämpfen. Ja. Aber du kannst jetzt noch wieder ranken. Ja. Ja. Freut mich. Lief ja auch gerade so geschmeidig. Entschuldigung, Ranked. Ranked, bitte. Ranked. Wie von der Ranke. Mhm.
So, ich queue mich auch mal für beides. Einmal gucken, ob ich vielleicht für das ein oder andere. Hast du gerade Q gesagt? Ich queue mich. Achso, ich habe Q verstanden. Nein, jetzt so. Also, so. Also, so übertrieben. Also, irgendwann ist auch mal eine Grenze erreicht, wo man dann sagt: Okay, gut. Also, das Niveau von 11-Klässlern hast du dann nicht. Du bist über dem Niveau, das finde ich gut. Was ich mir da manchmal anhören muss, ist kein Schuss. Man fährt einfach anders und vielen Leuten muss man Vorfahrt geben, wenn die aufwärts fahren, weil die nicht genügend Power sonst haben zum Hochfahren. So, also sowas hast du in Deutschland nicht. Ja, okay, gut. Das stimme ich zu. So, es gibt Gegebenheiten, die hast du halt im deutschen Verkehr halt nicht. Das ist dann so etwas. Oh. Mhm. Falsch angezogen. Mensch. Ich habe mich schon gewundert, warum der Sound so komisch ist. Das stimmt. Aber trotzdem. Also, ich weiß nicht, wie es da ist. Fami, das kannst du mir eher wahrscheinlich beschreiben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht wird es da auch einfach so der Führerschein dir rechts und links hinterhergeworfen. Also in Deutschland muss ich zum Beispiel sagen, auch von meiner Erfahrung her, ich bin wie oft 4-mal durch die praktische durchgefallen. Ja. Bis ich meinen Führerschein gemacht habe. Aber da, bei mir waren noch andere Gegebenheiten. Ne? Ich hatte keinen Bock auf Führerschein. Ich wurde so ein bisschen dazu genötigt von meinen Eltern, einfach damit man es hat. Ein Deutscher hat den Fehler gemacht. Hat fast für eine Eskalation geführt. Ha, super. Das sind immer die Deutschen. Aber ist doch witzig. In der Türkei beschwert man sich über Deutsche und Deutsche beschweren sich in Deutschland über Ausländer, wie die hier Auto fahren. Also jedenfalls ist das bei mir manchmal so. Habe ich das Gefühl bei Freunden. Wie sie sich manchmal so über die Leute hier aufregen, wie schlecht die Auto fahren. Also irgendwo, was ich gelernt habe, ist irgendwie pimmeln sich alle gegenseitig an. Egal in welchem Land du bist. So, das finde ich gut. Das ist wenigstens eine Konstante. So, jetzt spielen wir mal ein bisschen Kiriko. Oh, die ist instant dead. Vorteil für mich, ich bin ein bisschen mobiler. Ich kann nicht so einfach gekillt werden. Hanzo? Ich habe das Gefühl, Kiriko als echte Person wäre klein und leicht. Sie ist aber schwierig zu meistern. Ja. Gerade was ihre Ulti angeht, muss man schon ein gutes Timing dafür bekommen, wie man die Ulti platziert. Weil ansonsten hast du echt nicht viel Vorteil daraus geholt. Ja. Was macht ihre Ulti nochmal genau? Sie macht doch diesen Vorwärtsstrahl. Und wenn du da drinnen bist, ist die Ablenkzeit deiner Fähigkeiten verringert. Ah. Und Tempo, also Waffentempo und Bewegungsgeschwindigkeit ist erhöht. Ah, okay. Das heißt, du kannst eigentlich mit einem Soldier wie so ein Maschinengewehr reinballern. Fire Rate, ja. Der Typ ist locker 600 Meter zurückgerollt und musste bestimmt nochmal 2 Kilometer Anlauf nehmen. Kein Wunder, dass der sauer war. Ja, super. Du. Ja, Autofahren in Griechenland ist anders. Ich bin, wie gesagt, ich sag immer, alle pimmeln sich irgendwo gegenseitig an. Das ist die gute alte Mentalität so. Irgendwie hat jeder Schuld. Okay, alle dead. Ah, ausländischer Verkehr, okay. Genau. Ich weiß noch, England damals, da fahren die wunderbaren Leute ja auf der linken Seite und auf der rechten zurück, ne? Die Briten. Ja. Und bei den Briten ist es so. Ja, das ist, Jesus Christus. Ist auch nochmal so eine Umgewöhnung. Ja. So alles ist jetzt aber auf der... Aber auch mit dem... Mit alles ist so spiegelverkehrt. Mit dem Fußgängerverkehr, also mit dem Fußgänger, ne? Da laufen die ja genauso, wie sie fahren. Und dann, wenn du aber auf der Seite gelaufen bist, wo sie halt aus unserer Richtung zurücklaufen, Das dann ist wirst auch du auch schief angeguckt. Ja, sorry, das ist Geschäft auf dieser Seite. Das ist auch der Grund, warum ich in England niemals Auto fahren würde. Das ist einer der wenigen Länder, wo ich wirklich darauf verzichten würde. Taxifahren war schlimm. Einfach, weil ich nur Schiss hätte, irgendwie auf die Gedanken zu kommen, oh, man könnte ja mal richtig fahren. So, für mich, in meiner Welt richtig fahren. Also deutsch Auto fahren. Ja, deutsch Auto fahren. Dann so, oh shit, da war ja was. Oh, scheiße, da war ja was. Wir sind ja in England, da fährt man ja komplett andersrum. Ja, also nee. Er könnte Rainer töten, der ist alleine, ne? Nur mal so just chain. Okay, doch, da ist noch eine Moira, aber. Hupen und über Rot fahren gibt's in der Türkei, ist so eine Standardsache. 5-mal hupen heißt, falls ich den Unfall baue, ruft kein Krankenwagen. Was würde ich gerade sagen? Kein Krankenwagen? Oh, warte, könnt ihr mal bitte meine Widow töten? Also, die Tatsache, dass ihr meine Boys einfach so killt, ist schmerzhaft. Ist nicht so nett. Ja, ist nicht so nett. Hab gehört, das macht man so mit Leuten nicht. War jetzt weiß ich so geplant. Ja, jetzt verlieren wir wieder den Punkt, aber... Tut mir leid wegen meinem Husten. Ich kann es nicht unterdrücken. Also unsere DDs sind auch nicht so geil. Entweder sind sie tot, oder sie machen nichts. Also jedenfalls sehe ich nicht, dass sie die wichtigsten Leute killen. So eine Widow wäre mir schon recht, wenn die tot wäre. Ah, ihre Shift-Ability ist ja ihr Swift-Stack, genau, wo sie teleportieren. Teleporting, ja.
Was macht ihre E? Ihre E, damit kann ich Debuffs reinigen. Das heißt, Annas Rotze kann ich da wegmachen. Und die haben, glaube ich, eine Anna. Ne? Ja. Ja. Eine der wenigen, die das kann. Und das macht sie halt so mächtig. Ja. Ja, nee, das war's. Ja, my boy wird nicht viel reißen. Ich muss vielleicht gleich mal überlegen, nach der Ulti was anderes zu machen. Area Wash an. Ja, was soll ich machen, Jungs? Danke, mit der Team. Das Team liegt nicht mehr vorne, das ist gut zu wissen. So, ich spring runter, nur um nicht gesnipert zu werden. Killt ihn bitte, wollte ich gerade sagen. Ich bin gerade mit Kiriko was Shurikens werfen, nicht die beste, aber... Dafür müsste es halt ausreichen. Gottes Willen, Alter. Was sind das für Regeln in der Türkei, Alter? Ganz wild. Okay, jetzt haben wir eine Fahrer. Das ist halt auch beschissen. Hanzo dead. Super. Lieben wir. Ja, der ist dead. Ja, einer nach dem anderen hier. Das Problem ist, Widow wird nicht gekillt. Jetzt haben sie halt mit einer Fahrer auch noch eine nette... Ja, direkt. Was war das denn für ein... Das will ich jetzt sehen. Zeig mir das jetzt. Alles klar. Oha. Ja, was soll man sagen? Guter Schuss. Okay, Leute, rein. Alter, wie könnt ihr sie nicht killen, wenn sie in ihrer Ulti ist? Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, jetzt kommt irgendwo ein Reinhardt hier gleich. Da ist er gewesen. Da ist er rübergerollt, der Junge. Kollege war so, moin moin. Ja, danke. Danke, Anna. Wenigstens einer mit Verstand. Haben hier eine Handykarte geholt für 30€, 52 GB und Internet besser als in Deutschland. Ja, überall ist das Internet besser als in Deutschland. Es ist ja halt wirklich, manchmal wirklich so, es ist traurig. Junge, es ist wieder so ein wildes Game hier. So, jetzt hole ich auch meine Ulti raus. Gut, Anna, komm, wir pushen. Wir haben die besseren Push. Ich höre hier eine Widow. Nice! Jo, ich glaube, wir kriegen hier den Vorsprung. Ja, ja, das schafft ihr noch. Also wenn ihr gerade jetzt dabei bleibt, schafft ihr es. Oh, jetzt wird's wild. Jetzt kommt richtig viel Schaden gleich auf Ramattra rein. Beide DDs dead. Cool. Immer gut, wenn meine DDs sterben, ne? Ah, kommt schon, Leute. Also, irgendwann reicht's auch mal. Entweder ihr killt die Widow oder ihr lasst es. So, und dann verlieren wir halt das Game. Habe ich auch kein Problem mit. Also, schon ein Problem mit, aber... Ja gut, wenigstens, das muss man schon mal sagen, nicht? Aber ich habe auch gesagt, nicht alles ist geil an Deutschland. Das ist zum Beispiel auch einer der Dinge, wo ich sagen würde, yo, that's true. Das ist wirklich nicht so geil bei uns. Internet gefühlt wie Steinzeit noch. Ja. Und das ist noch nett gesagt. Noch. 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 Ja, es wird jetzt hier wieder auch eine wilde Zerstörung. Weil entweder wir schaffen es jetzt noch in 1,30 noch den Ausgleich oder wird schwierig.
Die Zerstörung war aber heftig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also die Bilder haben eine ganz eindeutige Sprache gesprochen, wie es da aussah. Hm. Richtig krass. So, es war auch von jetzt. Vor allen Dingen noch nicht mal so weit von Deutschland entfernt. Also das zeigt ja auch ein bisschen, auch wenn es vielleicht unwahrscheinlich ist, dass das Deutschland auch mal irgendwann treffen könnte. Ja, klar. Also theoretisch schon. Theoretisch schon, ne? Ja, und auch so aus dem Nichts. Also, es kam immer von jetzt auf gleich so zack. Ja. Das ist halt, ja genau, das ist es ja. Das ist einfach aus dem Nichts. Leute, ey, kill that widow or I stop healing. On point, widow, on point. DPS, this is your job. God damn it. Ja, jetzt letzter try. Entweder wir holen's. Yeah, I know, but our DPSs don't care about that. I wish somebody would do that. Oh, jetzt haben sie den Hamster ausgepackt. Wilder Junge! Also mobiler Motherfucker. Macht das auf jeden Fall sehr, sehr schwierig für uns. Montagabend bauen hier noch weitere Erdbeben. Oh, krass. Ja, und beide dead. Good job, guys. Good job. Waren die Erdbeben montagsabends auch wieder so heftig? Fragezeichen, Fami. Gottes Willen, bitte! Bitte! DDs, macht jetzt mal was! Ich flehe euch an, ein jetzt in der entscheidenden Runde, einen guten Push! Okay, Widow haben sie getötet. Wow. So, das ist jetzt der finale Push. Wenn wir den verkacken, it's over. Ihr habt 61, 610 nicht. Also es ist nicht viel Zeit, also es ist auch keine große Strecke, aber die werden das jetzt hart contesten. Mhm. Ich hoffe, wir haben ja okay, wir haben Cassidy Ult und Orisa Ult. Das könnte klappen. Oh, der Ball, Alter. Außer Widow killt gleich. Jo, ich kassiere schon mal was. Wissen die Alter? Na kommt schon! Bitte, nein, nicht zu weit weg, nicht zu weit vom Point. Alle Gebäude, die oh mein Gott, Orisa klärt's. Alle Gebäude, die good job, Tank and Healer. Weiter. DPS. Not good job, babe. Noch geholt, Alter. Ja. Aber das war, muss man mal sagen, hier und hier. Das waren diejenigen, die das hier gerade rausgerissen haben. DPSler haben mal wieder gar nichts gemacht. Rumgepimmelt. Aber hey, immerhin eine Runde geholt. So, ich kann jetzt schon mal wenigstens aus diesem Game sagen und rausgehen und sagen, ey, ich habe schon mal mindestens was geholt. Das ist super. So, jetzt musst du was reißen. Ja, in einem Quickplay war. Ey, ist einfacher als Ranked. Ja. Tatsächlich. Das hab ich selber auch gemerkt. Ich muss ja nämlich mal erwähnen, dass ich privat es dann auch mal geschafft habe, meine 50 Plays zu spielen, damit ich Competitive spielen kann, ne? Und dann ist es nicht gut gelaufen. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man... War schon stark spielbar, aber nicht so wie die davor, aber die Leute hatten Panik, weil man ja nicht einschätzen konnte, in dem Moment, wie schlimm es ist. Ja klar, also, sag mal so, alle, die es miterlebt haben und das dann nochmal Panik. Selbstverständlich. Ja, aber ist halt die Frage für mich dann, wenn sowas 2 Minuten halt lang geht, ne, und man weiß halt, wie die Situation gerade um diesen Umkreis ist, wo es stattgefunden hat. Dann verstehe ich nicht, warum man einfach dieses Terrain verlässt. Also ich meine, kann sein, dass vielleicht einfach die Türkei keine Zufluchtsorte anbietet, wo man halt hingehen kann, ne, wenn es halt gerade hart auf hart kommt. Aber theoretisch, ich jetzt nur mal so mit einem deutschen Kopf gedacht, wenn ich weiß, ich bin gerade in ein Erdbebengebiet, wo mein Haus noch gerade so verschont geblieben ist oder noch gerade so steht. Das Letzte, was ich machen würde, ist da bleiben. Weil dann würde ich mich wirklich die nächsten 2 Wochen da zurückziehen, weggehen, abwarten, wie sich's entwickelt. Und wenn es weg ist, dann kann man da bleiben. Wenn es halt scheiße ist, ja, verlässt man halt einfach diesen Ort und bleibt dann auch erstmal. Das ist halt das Ding so. Deswegen kann ich gar nicht verstehen, warum da Leute noch da bleiben. Es sei denn, wie gesagt,
Es gibt keine Auffangstation für diese Leute, sondern entweder du lebst dann auf der Straße oder du lebst in deinen irgendwie halbgaren, in deiner halbgaren Bude da, die noch gerade jeden Moment zusammenfallen kann. Aus dem Fenster gesprungen, man kann vielleicht sein Haus verloren hat oder irgendwie könnte am Flughafen sich evakuieren lassen und in Hotels fliegen. Ja, siehst du? Ja. Also das ist dann für mich, wo ich echt sagen würde, Leute, das ist kein Spaß. Gerade auch in Japan und China, wo das ja auch immer sehr, sehr oft passiert mit Erdbeben. Nicht so in dieser Ausmaß und nicht in dieser Stärke. Ja, ganz klar. Muss man mal auch so dazu gesagt haben. Aber dann das Letzte, was ich machen würde, ist in diesem Gebiet zu bleiben. Ich würde mein Hab und Gut nehmen, mich für 3 Wochen absetzen, irgendwo, so wie du gesagt hast, ins Hotel gehen, abwarten, gucken, und Tee trinken. Abwarten, Tee trinken. Erstmal abwarten, gucken, was auch die Wetterologen oder was auch immer da eingeschaltet wird in dem Moment. Bis die dann sagen, okay Leute, sehr unwahrscheinlich, dass jetzt hier in diesem Gebiet noch irgendein Erdbeben kommen wird für die nächste Zeit. Und dann würde ich meinen Arsch wieder zurück in meine Bude reinbewegen, was noch davon übrig geblieben ist zu der Zeit. Aber ich würde niemals in diesem Gebiet bleiben. Es sei denn, es gibt irgendwas, was mich dort hält. Weiß ich nicht. Aber ich würde eigentlich den Ort verlassen. So. Ja, siehst du, wird alles vom Staat getragen. Also dann ist, muss man aber auch mal einfach so gesagt haben, wenn die Person sich dazu entscheidet, in so einem Krisengebiet weiter zu bleiben, ist ja genauso wie im Krieg oder so. Wenn irgendwo Krieg stattfindet, dann hast du ja auch die Qual der Wahl. Entweder du bleibst da auf eigenes Risiko oder du verlässt es. So, und wenn die Leute es nicht verlassen, dann muss man auch mal ganz klar dazu gesagt haben, ist nicht böse gemeint. Dann hast du für dich die Entscheidung getroffen, du hast es abgewogen zwischen ich bleib hier mit irgendeinem Nutzen oder ich gehe. Oh Mann, Digga. Und ja. Renn doch nicht weg, wenn ich dich heilen soll. Ja. Ja. Das Gebiet ist. Ist Hochrisikogebiet für Erdbeben und das ist die Plattengrenze. Ah. Oh, super. Ich sag mal so, angenommen, es wird jetzt hier in Deutschland passieren. Wie wäre Deutschland darauf vorbereitet? Das ist das größte Rätsel. Gar nicht. Gar nicht. Eben. Und ich sag mal so, der Staat würde auch nicht sagen, jo, wir fliegen euch jetzt mal in irgendwelche Hotels. Nee. Die würden sagen, müsst ihr, wenn dann auf eigene Faust machen. Ja gut, ich meine, dass es so ein Hochrisikogebiet schon von allgemein ist, ändert ein bisschen was, ja. Klar, du kannst halt nicht auf ewig dich vor diesem Gebiet sozusagen flüchten, wenn du irgendwann mal da zurück musst. Instabilste Platte weltweit halt. Boah, aber ich würde echt sagen, ich würde nach dieser Situation, und wenn man es überlebt hat, würde ich mein Hab und Gut packen und die nächsten 2-3 Wochen dort weggehen. Nicht nur 2-3 Wochen. Vielleicht einen Monat. Wirklich einen Monat auswarten, was passiert. Weil klar, es kann immer wieder kommen, es kann immer unerwartet kommen. Klar, nach einem Monat vielleicht passiert nichts, dann kommst du wieder direkt, geht's wieder los. Aber mindestens, ich würde nicht sofort in den Moment, wo es passiert ist, wieder zurückgehen. Das wäre das Dümmste, was wir machen könnten. Weil es ist immer wahrscheinlich, dass nach dem Beben noch ein Nachbeben kommt. Aber ist nur meine Meinung. Jeder wird sich ja irgendwo was dabei gedacht haben, als sie sich dazu entschieden haben, dort weiterzubleiben. Ja, das ist auf jeden Fall krass, was da passiert ist. Aber das ist dann deren Entscheidung. Ja, das ist so unerwartet gekommen. So, ne? Naja, unerwartet ist es halt nicht. Ja, oder? Gut, okay. Aber es kam so von jetzt auf gleich, dieser Schlag. Achso, ja, das schon. Aber ich meine halt, dass dann danach noch Erdbeben kam. Nee, das jetzt nicht, aber ich meine, ist davor. Ich meine, nach dem Erdbeben ist es halt nicht sagen wir mal nicht unwahrscheinlich, dass Nachbeben kommt. Nee, das sollte man auch eigentlich. Deswegen sage ich ja, eigentlich evakuiert man eigentlich für die nächsten paar Wochen, Monate, wenn schon. Ja. Wenn man ganz, ganz sicher. Aber halt, dass in der First Place überhaupt passiert ist, das war so ein bisschen. Ja, das ist schon erschreckend, ne? Weil ich meine, klar, wie wahrscheinlich ist es, dass in Deutschland mal ein Erdbeben kommt? Weil da müsste man natürlich gucken, wie das hier mit uns mit Platten und so aufgebaut ist. Ich habe da, um ehrlich zu sein, was Geologie und so angeht, da habe ich und Geografie habe ich sowieso immer geschwänzt. War ich nie da. Was heißt nie da? Es ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber ja, nicht so krass aufgepasst. Aber ich glaube mal, dadurch, dass es halt nicht so weit von das Deutschland nicht so weit von der Türkei ist, unwahrscheinlich wäre es nicht. Das ist uns auch vielleicht in absehbarer Zeit. Wer wagt es, sich mir zu stellen? Boah, die Welt verändert sich, wie man so schön sagt. It's not that unlikely. Aber ja, wechseln wir einfach das Thema. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen das aktuelle Geschehen mit der Ukraine-Kriege, was da auch da abgeht, aber
Wir sind ja hier auch ein bisschen eher um Spaß zu haben, ein bisschen uns auch davon abzulenken, auch wenn es eigentlich nicht so die richtige Form ist. Aber wir sind ja nicht hier, um irgendwie über Politik zu reden. Das ist nicht meine Beurteilung, das ist die Beurteilung von unserem Politiker. Weil wenn ich hier wäre, um über Politik zu reden, dann wäre ich Politiker geworden. Sagen wir mal einfach, wie es ist. Wenn ich angefangen Politik zu studieren hätte, wäre selber in die Politik reingegangen. Deswegen, also, ist halt scheiße, ja. Und Hauptsache, Leute evakuieren, Leute gehen in Sicherheit und ja, ich denke mal, Deutschland wird da wahrscheinlich wieder mit kräftig helfen, was das angeht. Und dann hoffen wir einfach mal, dass das sich bald widerlegt, dass da endlich mal das auch aufhört und Leute so langsam wieder in ihren geregelten Arbeitsleben und ihr allgemein in ihr komplettes Leben wieder zurückkehren können. Und hoffentlich auch alles, was an Schäden da entstanden ist, irgendwie wieder repariert wird. Das wäre natürlich schön. Deutschland ist nur Süddeutschland betroffen von Erdbeben Bestärke 3, also dass die Gläser ein bisschen wackeln in den Stränken. Haben wir es wenigstens doch? Okay, mach ich. Das ist Bob. Bob würde ich nicht angreifen. Nee, ich habe Ja, das ist dann wenigstens gut. Aber es ist halt witzig, ne? Da kann man mal sehen, wie so Plattenaufbau und so funktioniert. Das ist halt das, was ich halt meine. Dass ich da wahrscheinlich mal, hätte ich mal ein bisschen mehr in Geologie und Geografie aufgepasst. Ja, ich hatte tatsächlich beides Fächer, also keine Ahnung. Was ist der Unterschied zwischen Geologie und Geologie? Ich habe Geografie und Geologie. Also Geografie und Geologie. Geologie glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß. Hallo, ich bin hier weg. Das ist noch sehr, 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 sehr spezieller, sich auf ganze Sachen beziehen. Sowas wie hier Fami gesagt hat, mit Erdplatten und sowas. Das beschäftigt sich wirklich mit dem Planeten, so wie es ja strukturiert, wie es ja aufgebaut. Meine Meinung noch so. Aber Geologie oder Geografie ist einfach nur, ja, keine Ahnung, wie ist Deutschland aufgebaut, wie ist das, wie sieht das, in welcher Himmelsachse steht das Ding, wie viele Bundesländer hat Deutschland, wie viele Städte Einwohner. Sowas. Geologie geht, glaube ich, ein bisschen tiefer rein. Meine Meinung, aber wie gesagt, das ist schon 1000 Jahre her. Jo, Genji mit Ulti schon mächtig. Vor allen Dingen, wenn er vorher noch geboostet ist. So, das ist so alle 5 Jahre. Die Geologie ist die Platten und die wirklichen Sachen und das andere ist nur. Ja, genau. Genau, ja. Also habe ich grob noch irgendwo noch zusammengeschustert bekommen, was nochmal Geografie und Geologie war. Deswegen, aber ja, wirklich scheiße, was soll man sagen. Deswegen, aber ich denke mal, da wird sich gut um die Türkei gekümmert, wenn ich das gehört habe. Da haben sich sehr, sehr viele Länder eingeschaltet, um denen da so viel wie möglich zu helfen und zu entlasten. Ja, hoffen wir mal einfach, dass das ausreicht, dass dann wieder die Türkei auf die Beine kommt. Ey, unabhängig jetzt davon, wie es da bei denen ja politisch und so. Ey, guck mal! Er hat es geschafft! Ja! Booyah! So, ich gucke mir jetzt noch das Highlight an, aber ich glaube nicht, dass das der Highlight von eurem Soldier war. Doch. Ist das euer Soldier? Ja, ich glaube, ich bin wie ich sie. Oh ja, guck mal. Und das ist da, so muss man das als Soldier Ulti machen. Mhm. Schön rumlaufen. Wie mit einer Kalaschnikow. Ja, mach abrechnen. Genau, danke. Ja. So. Das war eine gute Runde. Das war super. Ja, guck mal, siehst du? Wenn ich gewinne, gewinnst du auch. Wenn ich verliere, verlierst du auch. Mhm. So, ich finde, das ist ganz gut auf. Mitgehangen, mitgefangen oder genau, so. Genau, gut. Ich muss mal kurz hier mal noch die Steuerung ändern. Finde ich gute Aufteilung. Ich hab doch 8 gemacht. Hallo? Was? Ach, du hast Dings angemacht, okay. Oh. Ja, alles gut. Haben wir ja noch schnell gescheitert hier. Was ist denn deine Lieblingsmap? Meine Lieblingsmap? Blizzard World tatsächlich. Ja, die ist. Oder. Warte mal. Junkertown mag ich eigentlich auch ganz gern. Mhm. Einfach weil es auch viele Möglichkeiten gibt, da mit vielen Charakteren Großes zu bewirken. Deswegen gucken wir mal, was ich im Numbani mit unserem guten Cassidy ausrichten kann. So lange nicht mehr gespielt. Ja, Cassidy ist halt das Problem. Starker Held, guter Schaden,
Man vermisst ein bisschen die Flashbang, also die stunnende Flashbang, nicht die Flashbang, die einfach nur Damage macht. Und man muss halt super viel auf Headshot gehen, weil das ist die einzige Möglichkeit, mit Cassidy die guten Schaden zu machen. Ja, okay, Brustshots machen auch noch ganz gut Schaden, aber... Alles der andere nicht. Aber Headshots ist einfach so das Wahre bei denen. Nur so holst du den besten Schaden daraus. Du musst dir mal vorstellen, eine Tracer ist einfach mit 1,5 Headshots dead. Also ein Headshot, ein Bodyshot tot. Genauso wie für viele anderen. Also alles unter zwei, alles mit 200 stirbt mit zwei Headys. Oder ein Heady, ein Brustshot. Wenn ich das richtig noch getestet habe. So, gucken wir mal, wie wir uns da reinfuchsen. Okay, auf jeden Fall sind hier welche. Das ist auch das Geile. Ich kann einfach mein Babe da rein spammen. Ah, okay, das war ein bisschen jetzt zu viel. Aber ich habe da auf jeden Fall eine Idee, was wir anders machen. Wenn sie da auf jeden Fall einen Ramat dran nehmen, brauchen wir einen Reaper dafür. Weil wir brauchen was in die Backline reingeht. Weil die haben auch noch einen Torbjörn, das wird die Sache nur noch verschlimmern. So, jetzt warten wir mal kurz auf unseren Tank. Ansonsten kann ich hier nämlich nicht viel machen. Oh, das ist gut. Das ist eigentlich gut. Ziehen wir uns mal zurück. Ja, gucken wir mal. Ja, hallo? Wo ist mein Support? Ach, mein Boy ist schon unten und macht... Ja, okay, gut, aber ich habe gut hingehalten. Bis der jetzt dazu kommt. Ja, okay, aber er hat jetzt auch seine Ulti. Ja, hätten die mir von Anfang an umgeholfen, hätten wir, glaube ich, Ramattra geklatscht und da hätten wir schon pushen können. Aber ich weiß nicht, warum sie jetzt auf einmal sich dazu entschieden hatten, unten zu pushen. Naja, gut. Irgendwas Spanisches sagt er. Okay, irgendeine Sprache, die ich nicht verstehe. Gibt es eigentlich Atomic Heart noch? Also das Spiel, ja, es existiert natürlich und ist auch rausgekommen vor kurzem, aber hier auf dem Kanal wird das halt nicht geben. Also ich persönlich bin ja gerade, was das angeht, bei Harry Potter jetzt stehen geblieben und werde ich jetzt auch erstmal durchspielen, bevor ich das überhaupt mal machen werde. So, schnell ruhig. Das ist natürlich nicht so geil. Ja, okay, gut, das ist halt scheiße. Hätte ich nicht machen sollen, das war auch jetzt mein Fehler, gebe ich zu. Hätte abwarten sollen, bis Soldier runterkommt. Porca Madonna, porco Giuda, o Cristo santo in croce maledetto. Ja, mal gucken. Wir haben die Ulti, wir haben ein bisschen das was auf Lager, jetzt könnten wir mal was probieren. Mbani peggior mappa della merda. Ah, bellissima. No, Fran, una roba senza senso al primo punto. Aioi, aioi. Okay, da sind auf jeden Fall oben wieder welche. È arrivato Korai. So, warten wir jetzt mal. Weg von dem Geschütz. Oh komm, wirklich? Alter, dass er das noch echt so getroffen hat. Aber egal, wir kriegen das. Das ist safe durch. Nein, scheiße, Ramattra ist tot. Aber 3 gegen 1, das müssten sie eigentlich gewinnen. Reaper, per quando se la tiene la ultima, il prossimo game, Cristo Santo. Was? Das nervt mich, dass ich eine Sprache verstehe muss, die ich nicht verstehen kann. Ja, ich muss zünden. Er muss sterben. Ich weiß nicht, sonst hätten wir das, den Punkt vielleicht... War gewastet, aber ich muss... Ich war mir nicht sicher, ob wir das sonst kriegen. Hogwarts hält auch nicht ewig. Ja, das stimmt, aber... Ey, momentan... Du hast zum Beispiel gesagt, ich werde nicht nach 4 Streams immer noch nicht rauskommen. Ah, ich bin schon in Hogsmeade. Ha!
Komm mal, also wir sind schon weitergekommen und das nur bei der dritten Folge. Also danach gucken wir mal, was ansteht. Vielleicht Atomic Heart, ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht in der Zwischenzeit kommen auch ein paar andere nette Games raus. Ich hab mir da noch nichts... Bonfist, bingami la, la ulti poi... Fra non... okay. Cioè, non ci credo nice. Sotto, no, non ho... Ja, sie haben Bastion zurückgeholt. Waste. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Was? Alter, was macht ihr so für krassen Damage? Ich unterschätze immer, wie krass eigentlich Symmiata ist. Wenn er dich mit den Orb killt, also wenn er mich mit den Orb erwischt und dann Hades klatscht. Aber egal, wir kriegen es ja trotzdem. Müssten sie ja trotzdem hinkriegen. So, Checkpoint erreicht. Ja, ich unterschätze lieber mal diesmal jetzt nicht Symmiata. Aber noch ist okay. Sie, Präsident. Hä, warum spielen den Winston, Digi? Die wissen schon, dass ich hier eigentlich direkt den Konter gegen sie habe. Aber okay, soll mir recht sein. Merda. Nein, das war eigentlich Free Kill. Die Persona forse vuole ultare. Ah, ne, kann ich nichts machen. Ich will meine Ult nicht wasten, weil das könnte gleich wichtig werden, dass wir die Ult hier richtig setzen. Ramat hat nämlich seine Ulti, ich habe meine Ulti. Wenn wir jetzt alles kombinieren, sollten wir da durchbrechen. Okay, 60 Sekunden. Letzter Angriff eigentlich. Nervig. Okay, jetzt kommen die von unten rein. Nice. Okay, jetzt kommt die Ulti. Was wird... Oh mein Gott, das Geschütz. Ich hab das nicht gepeilt, dass das Ding die ganze Zeit... Oh Mann. Aber gut gesetzt. Muss man mal so sagen, ich hab's nicht gesehen. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, warum krieg ich Schaden? Nein. Ja, wir haben reingekackt. Il nostro Reaper è scandaloso. Finally altied. Nice. Bro, aber ey, okay. In front of the turret and shoot. Wird schwierig, wenn Nombardi eigentlich eine Map, wo man gut durchpushen kann. Oh, I'm sorry, man. Voll Trottel. Hab schon zwei geleakte Versionen gespielt. Das Game ist ja sechsmal durchs Studios gesprungen. Aber was ich gehört habe, so von der letztendlichen Beurteilung des Spiels, so ein bisschen leichter Bioshock-Hauch, nicht ganz wie Bioshock, hölzerne Animation, okayische Story, Fernkampf macht Bock, Nahkampf nicht so dolle, Grafik. Schon in Ritardo. Ja, ganz nett. So, das ist das, was ich mitbekommen habe. Also eigentlich so so ein okayes Game. Weder schlecht noch gut. Wenn man Bock irgendwie auf Bioshock oder so hat, kann man das zocken. Aber wenn man wirklich Bioshock-Qualität erwartet, wird man enttäuscht.
Das ist das, was ich mitbekommen habe. So, jetzt machen wir etwas, was ein bisschen risky ist, aber eigentlich müsste das klappen. Erstmal hier ein bisschen Ulti farmen und dann rüber. Ich muss ja auch sagen, ich liebe immer noch den Grillmeister-Skin. Hm? Ich liebe ja den Grillmeister-Skin. Den Grillmeister-Skin, aber ich finde, er hat viel geilere mittlerweile auch schon. Ja, aber es ist eine Klassik-Skin. Ich hätte ich auch gerne. Alter, was? Mal, unser Reinhardt ist dead. Ist auch gut, dass du uns einfach... Ah, nur Semyata holt mir nicht. Boah. Ja, Alter, also ich, das finde ich aber auch an Reinhardt ein bisschen frech. Stürzt erstmal ab wie so ein Depp. Und dann beschwert er sich erstmal bei den anderen Teammates. Also ich verstehe seine Sprache nicht, aber ich glaube, das war, er hat sich gerade irgendwie, glaube ich, über uns aufgeregt. Ist aber nicht meine Schuld. Wenn du tot bist, können wir auch nicht viel machen. Was für Games beschäftigen euch im Moment? Hab alles durch. Welche Games mich beschäftigen? Kannst ja du anfangen. Ja, also Overwatch beschäftigt mich momentan. Dann muss ich ja noch. Jetzt reingriden. Forse dovresti sbriffare a simmetra, non lo so, speriamo anche io. Boah. Ja, cioè Symmetra a me fa cagare, vabbè, la prendo. Sag ich dir gleich, wenn ich gleich tot bin. Aber eigentlich sind es nicht super viele. Ma come cazzo è possibile con Torbi mi stia uccidendo chiunque? Fra, perché lui è il più forte, non so se. Mette la torretta, fai... Questo è tipo diamante. Junklab. Oh, das ist jetzt gefährlich. Oh mein Gott, ist das... Boah, wenn du schuttest, ja, dann ist das der Fall. Ja, okay, tot, aber egal. Zwei haben wir geholt. Das war unerwartet, dass die Ulti von Anna da kam. Hab mich gar nicht drauf vorbereitet gehabt. Muss gerade kurz gucken, was können wir noch nehmen? Junkrat wäre vielleicht noch eine Option. Karai, why did you ignore me? For no reason. Oh, das wird schwierig. Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen werden. Die sind sehr, sehr schnell unterwegs gerade. We can't hear you from Tunisia. Oh, das ist geil. Ah, und das heile Support. Ne, wir sind durch. Sense of Sense. Crazy, aber muss man auch sagen, es lag nicht nur an mir, dass wir das Ding jetzt hier gerade nicht geholt haben. Du bist. Bin ich das? Warte, wie viel spät haben wir es? Ja, einer noch, jeder noch, einer schaffen wir. Locker. Leg ich den mal hier so hin. So, jetzt kann ich wahrscheinlich mal erzählen, was mich so beschäftigt. Boah, ja, also da wäre natürlich Hogwarts Legacy, ganz klar. Auch so ein bisschen anstehende Spiele. Du musst natürlich noch, ja genau, die Sensitivität gleich runterfahren. Ja, das Hogwarts Legacy beschäftigt also mich, dann freue ich mich auf das neue Final Fantasy, was dieses Jahr auch rauskommen soll, das 16er. Dann freue ich mich auf das Resident Evil 4 Remake, was ja, glaube ich, in Mai oder so rauskommen soll, oder März, bin mir jetzt nicht mehr sicher, März, Mai? Das Spiel läuft schon. Das werde ich mir sehr, sehr safe holen. Das könnte ich mir auch vorstellen, auf den Kanal zu twitchen, einfach weil Resident Evil allgemein so eine Serie ist. Dafür braucht man nicht super lange, bis man es durchgespielt hat im Livestream. Das sind so vielleicht 5 Sessions. Mehr schätze ich das auch nicht ein, wenn man so aller 2 Stunden. Hast du es umgestellt? Nee, ich hab's schon. Achso, stimmt, war ja. Und dann. Was noch? Final Fantasy, Resident Evil.
durch, aber ich bin durch. God of War will ich unbedingt nachholen, Ragnarok. Weil Elvis Kraft, ich hab's noch nicht gespielt, um ehrlich zu sein. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal nachholen. Oh, du bist dead. So, jetzt kannst du schnell anpassen. Und. Irgend noch so ein Game. Irgend noch so ein Game. Warte mal, irgendein Game war das noch. Ja, wenn ihr jetzt verliert, mach nochmal. Das zählt da nicht. Ja? Wenn ihr jetzt verliert. Skandal. Ja, ich weiß. Ich habe ja auch das erste God of War ja schon durchgespielt. Habe ich auch gespielt. Ich habe es fast platiniert. Dann hatte ich aber keinen Bock, weil man die ganze Zeit Raben alle zerstören musste. Und darauf hatte ich keinen Bock, die jetzt alle zu suchen. Auch wenn man natürlich den Guide hätte aufrufen können. Ich hatte aber keine Lust, jetzt durch diese ganzen Welten zu reisen, nur um ein paar Raben zu klatschen. Dementsprechend habe ich es nicht mehr gemacht. Aber Ragnarok möchte ich nachholen. Ich habe halt keine PS5, deswegen muss ich auf die PS4 kaufen. Ich könnte es natürlich hier zocken, aber ja, irgendwie ist es immer geiler, wenn man die Games auch selbst besitzt. Weil mir gehört es ja nicht. Und ja, ja, das war's eigentlich. Mir fällt jetzt gerade aktuell nichts mehr ein. Spontan vielleicht irgendwie, wenn mal was irgendwas Interessantes auf den Markt kommt, irgendwie ein neuer Shooter, MOBA oder irgendwas, bin ich da immer auch ganz gut ansprechbar für sowas. Ja, da bin ich auch immer Feuer und Flamme. Ja, aber ansonsten nicht super viel. Farmi. Weiß nicht, wie es dir geht. Vor allen Dingen von den genannten Games, die ich gerade gesagt habe. So, Resi auf jeden Fall. Das ist so das nächste große Game, worauf ich mich wahrscheinlich freuen werde. Und naja, die PS4-Grafik ist schon eine Beleidigung, aber man muss sagen, ich spiele sie auf der PS4 Pro und ich habe mir da die von Digital Foundry auch die Vergleichsvideos angeschaut zwischen PS4, PS4 Pro und PS5. Man muss sagen, dass die PS4 Pro-Grafik im Vergleich zur PS5-Grafik marginal schlechter. Also klar, ein paar Texturen sehen besser aus, die Umgebung sieht ein bisschen schicker aus auf der PlayStation 5. Aber sonst an sich so bei den Charakteren alles eigentlich auch immer noch ganz, sieht eigentlich recht top aus. Deswegen ist der Unterschied da wirklich nicht super, super groß. Deswegen habe ich mir auch gesagt, ganz ehrlich, anstatt jetzt 1000 Jahre zu warten, sich eine PS5 zu kaufen, wofür ich einfach momentan kein Budget habe, weil ich nun mal sehr viel jetzt in meinen Computer reingebuttert habe. Ah, scheiße, ich bin alle tot. Hilfe, Mama. Deswegen habe ich mir auch gesagt, ne, hole ich mir jetzt keine noch eine PS5 dazu. Hol ich es mir auf die PS4 Pro. Und da sieht es, wie gesagt, sieht es eigentlich auch ganz, ganz schnucklig aus. Gut. Jo, wir haben ihn nur verschluckt. Deswegen. Aber ich weiß nicht, Farm. Von den Games zum Beispiel ist irgendwas dabei, was ich gerade so genannt habe. Ich denke mal, Resi oder so wirst du wahrscheinlich auch spielen. Ich weiß ja nicht, ob du so ein JRPG-Fan bist. Schätze ich dich jetzt nicht so ein. In der Zeit, wo ich dich so kennenlernen durfte. Aber ich denke mal, Resident Evil, da denke ich mal, werden wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute mitmachen. Da freue ich mich. Das wird ein geiles Stream-Projekt auch. Deswegen muss ich aufpassen, dass ich versuchen sollte, bis dahin Hogwarts Legacy durchzuspielen. Dass ich dann wieder genug Kapazitäten habe, wieder ein neues Projekt anzufangen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil ich mag es nicht, zwei Projekte auf einmal zu haben. Weil dann muss man immer so ein bisschen multitasken. Kann ich zwar, aber will ich ungern. Ja, guck, siehst du, das ist auch eine Moira. Das ist halt auch, was man als Moira so gut drauf hat, ne? Einfach aussaugen, ja. Den Leuten, das Leben. Das war wasted. War wasted. Du hast es nur jetzt theoretisch nur für den Hamster eingesetzt. Und den hättet ihr safe bekommen. Und, okay, jetzt habt ihr noch Lucio gekillt, aber... Hättest ihr aufsparen können für den kritischen Kampf. Aber egal, jetzt ist... Ich bin auszusehen auf cool, aber okay. FF werde ich spielen. Das ist wirklich so. Da ist auch der Moment für mich dann auch gekommen, wo ich mir auch wahrscheinlich dann die PS5 auch kaufen werde. Weil jetzt möchte ich sie nicht kaufen, jetzt spare ich wieder ein bisschen. Aber sobald das Spiel rauskommt, habe ich mir echt überlegt, vielleicht, und das ist ja auch meine Hoffnung, ne? Weil das ist ja wieder ein hochkaranter Blockbuster, so wie God of War. Und wie ist das bei God of War zum Beispiel gewesen? Es gab eine Bundle Edition, ne? Du konntest ja dann halt PS5 mit God of War zusammen kaufen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die irgendwie die PlayStation 5 irgendwie im God of War Design war. Ich glaube, gab es sogar ein paar Editionen.
Aber das ist halt, worauf ich warte. Quasi, dass vielleicht Final Fantasy 16 kommt, das dann irgendwie als geiles Bundle wieder schön vermarktet wird und ich mir dann die Bundle Edition kaufen werde, wo dann vielleicht die PS5 nochmal so in so einem schnicken Design kommt oder so. Das ist dann halt so meine Leidenschaft, weil ich großer Final Fantasy Fan bin. Deswegen. Aber Resi, ja, darauf freue ich mich. Wird gut. Ich habe halt 2er gespielt, den Remake, 3er gespielt, das Remake. Also bis jetzt bin ich auch halt angetan von das, was sie aktuell in den Remakes auch abliefern. Und ja, hoffe, dass sie das die ganze Zeit auch so weiterhin machen. Ja, habt Zeit. Also selbst wenn sie es einnehmen, 66%. Nicht reingehen. Du bist alleine. Nein. Ach, ich bin alleine. Das war dumm. Ja, ich habe nicht gecheckt, dass sie alleine war. Ich dachte, meine ganze... So, weil jetzt wird es nämlich kritisch. Weil jetzt ohne Heiler sind sie halt in Unterzahl. So, jetzt musst du deinen Arsch bewegen, weil jetzt müssen sie einen Angriff noch starten oder das war's. Kollege heute Morgen dachte sich bei meiner PS5 auch komplett anders als seine. Hat ja ein HDMI Display DisplayPort Mod, der schöne Grafik runtergegangen. Und lass mich raten natürlich, jetzt würde natürlich der Farmi, unser Hobbymann, der sich in vom Fach, würde dann sagen, ja, das ist so mit dem Displayport so auszutauschen, dass ihr dann so eine geilere Grafik und so habt. Locker kommt dann sowas. Naja, wenn man es mal googeln würde, denke ich mal schon, dass da gute Anweisungen gibt, wie man da solche Sachen austauscht. Hatten wir auch schon mal Diskussionen gehabt. Dass es ja durchaus einfach ist, gewisse Sachen da auszutauschen. Was heißt auszutauschen? Mindestens mal die PS5 aufmachen und sie sauber zu machen. Es ist 25. Ja. Achso, 15. Ich dachte, du wolltest mir jetzt was Bestimmtes damit sagen. Schilder aktiv. Ah, guck, siehst du, ihr habt Comeback gestartet. Ja, also es ist nix lost. Ich würde ja schwindelig werden, wenn ich so rumrolle. Bitte sag mir, dass du in dem Ding immer aufrecht bist. Der Hamster sagt. Aber ist das wirklich so signifikant? Farmi? Also wenn es jetzt nur darum geht, ja, die Farben sind ein bisschen saftiger oder die Texturen sehen ein bisschen schärfer aus. Weiß ich jetzt nicht, ob sich diese Mod lohnen würde, aber wenn da wirklich signifikante Verbesserungen sind, auch in Frames oder FPS-Anzahl, weiß gar nicht, ob ein Kabel so viel wirklich verbessert. Da bin ich, wie gesagt, da bin ich nicht vom Fach, da kenne ich mich null aus. Gerade was solche Sachen angeht. Okay. Ja, die Tracer ist halt so nervig. Was ihr euch da so auferlegt habt. Ja, du heilst gerade deinen Gegner. Also kannst du halt nicht am Auge. Ja, an sich ist mal nicht so gut für euch, aber es sind ja 50% gerade mal. Ihr müsst einfach nur einen guten Reinkommer kriegen. Ihr müsst einfach diesen verdammten Hamster töten. Wenn der Tank tot ist, kann man durchaus viel reißen. Ihr sollt nur dafür sorgen, dass euer Tank vielleicht nicht stirbt. Ja, ist nice. So, jetzt müsst ihr ein bisschen supporten hier. Und mal, der Hamster ist bald tot. Hamster nicht tot, aber ihr könnt einnehmen. Das wird der nicht contesten, der hat zu wenig Leben. Das Ding ist, die Konsole ist besser als die HDMI-Buchse. Also ist die ein Cap. Okay, interesting. Okay, vorsichtig. Nicht runterfallen. Die ich jetzt auch nicht vom... Oh mein Gott, ist der Hamster schlecht! Das müsst ihr jetzt gehalten bekommen. Ihr müsst das jetzt halten. Ihr dürft nur nicht jetzt in die... Oh Gott, Mine auf Mine. Boy, nicht rein! Das war Fehler. Ja, aber du hättest drinnen bleiben sollen, nur nicht zu den Minen. Weil ihr wie am Fahrer. Ihr werdet ich hasse diese Minen so sehr, ne? Hier drüben! Das ist ein wildes Game. Also alles drin. Das hat Spannung, das hat Dynamik, das hat ausgemixtes Team. Ist halt jetzt wichtig zu halten so. Cassie ist nämlich der Einzige, der jetzt an der Front da drin ist. Oh, die sind weg.
Aber wie schwierig ist das auszutauschen, Fami? Wahrscheinlich wieder so ein bisschen rumgepopel, ne? Rechnerisch sind das 15%, die nicht übertragen werden können. Wow, okay, gut, das ist gar nicht mal so wenig. 15% ist schon echt nicht schlecht. Wenn wir das mal in FPS-Zeiten rechnen, sind das bei 60 Frames 9 Frames, die fehlen würden. Jetzt nur mal in Frames gerechnet. So, komm. Baller. Da wird contested. Die brauchen Heiler. Jetzt ist der Moment gekommen, wo du vielleicht gleich deine Ulti geil reinschmeißen kannst. Weil alle sind low. Ja. Hamster ist fast low. Ja. So, noch nicht. Aber erstmal dein Boy heilen. Das ist wichtig. Weil dein Boy ist gerade hart am Abkacken. Ey, renn doch nicht weg, Mann. Ja, lass ihn. Also, da hinten drauf. Oh, hier. Ja, der. Geh zum Punkt. Wichtig ist jetzt Punkt halten. Und jetzt. Jetzt ist der Moment gekommen. Weil jetzt müssen die contesten. Das heißt, alles, was hier reingeht, müsst ihr einfach wegballern. Alles, was jetzt versucht reinzugehen, genau auf den Hamster einfach draufklatschen. Ja, Nein. Das ist das Einzige, worauf hättest du aufpassen müssen. Naja. Aber er hat gut Damage kassiert. Lucio ist noch am Leben, ich weiß nicht. Ja. Ja, okay, gut. Jetzt ist sie halt auch tot. Das ist jetzt schlecht. So, kannst weitermachen. Ich meine, alles gut. 50% gegen 99. Ihr müsst jetzt euch noch einmal gut organisieren jetzt. Und dann rein in die Olga. Sind alle da? Sind alle tot. Außer dein Hamster. Alle tot. Reingehen ist jetzt falsch. Das war nicht so. Den Hamster musst du machen lassen. Hamster macht sein eigenes Ding. Der ist manchmal wild unterwegs. So, du musst auf deine Boys warten. Auf deine DPSler, auf dein... Go. Alle sind da. So, und jetzt hier zum Hamster sofort. Weil der hat nicht viel. Kannst ihn schon das Ding da reinschmeißen? So. Ja. Nicht wieder an der Kante stehen. Du stehst wieder so, dass du rausgebumst wirst. So ist okay. So passiert dir auch nichts. So, jetzt noch... Ja, okay, super. Jetzt eigentlich nur noch aufs Heilen fokussieren. Weniger DPS, jetzt mehr heilen. Alles gut. Die müssen jetzt contesten, das ist wichtig. Die müssen diesen Punkt einnehmen, weil es ist jetzt 99-99. Nice. Tracer muss noch sterben. Nice. Hamster? Wer contestet? Hamster. Okay, pass auf. Bum. Okay. Jetzt nur noch die da töten. Da kannst du jetzt DPSen, weil ihr habt nicht so viele krassen Boys. Und das müsste euer Ding sein jetzt. Jawohl, siehst du? Sag ich doch. Comeback. Und das, obwohl du mit 50% da reingegangen bist. In der gegnerischen Ding. Gut. Ich würde mal sagen, einen schaffen wir noch in 15 Minuten und dann reicht's für heute. Ja, aber euer war gut. Der Wrecking Ball von euch war auch stark. Unser Ball war gut. Der Ball, Mann. Der den zu Flecken. Sitzt fest. So, letzte Runde im Ranked. Nice. So, hier. My Bra. Und unsere Heiler war auch ganz okay. Was ich da gesehen habe. Komm, letzte Runde Unterstützer. Wir müssen noch ein paar Placement-Matches schaffen. So, kurz nochmal. Steuerung. So, was stand da? Plus die Kühlung, die man verbessert und Übertaktung ist halt schon ein anderes Gefühl. 4K, 20 FPS sind ja die Grenze der Buchse. Mit DisplayPort kann man theoretisch 4K, 240 FPS übertragen, aber die Konsole kann nur 160, wenn man die hochschraubt. Aber das übersteigt schon wieder so ein bisschen mein Wissen. Weil das sind so Dinge, da fusche ich nicht rum. Selbst bei meinem jetzigen PC, wo ich eigentlich geile Teile verbaut habe. Ich habe ja den i9er, den 13er, den aktuell neuesten, den es momentan noch bei Intel zu kaufen gibt. Und den habe ich auch nicht übertaktet. Einfach weil ich, was Übertakten angeht, immer so ein bisschen vorsichtig bin. Weil eigentlich, klar, ist mir auch klar, so die Computerteile, die kannst du halt übertakten, die sind halt auch irgendwo, kannst du sie auch so kaufen, dass sie darauf ausgelegt sind, dass man sie übertakten halt kann. Aber ich habe immer Schiss, weil wenn du sie übertaktest, gehen die halt schneller Schrott. So. Und das ist halt, das sehe ich dann nicht. Und meine Meinung. Ich sag mal so, Mercy wurde schon gepickt. Jetzt hast du hier mit
wem anders ran. Ist nicht schlimm. Ich würde sagen, wir haben ja ein gewisses Toolset uns angeeignet. Ich überlege nur gerade, welche Kombi Sinn macht. Anna? Vielleicht? Ja. Ich gucke erstmal, wie es mit Kiriko aussieht. Warum? In den Roboter-Games spielen meistens die Gegner mit Anna. Also es wird immer Anna fast gespielt. Und dann haben wir einen guten Konter gegen Anna, weil dann bringen ihre ganzen Cocktails, die da sie auf und schmeißt, gar nichts. Die werden einfach gereinigt. So, mal gucken, ob ich jetzt auch noch ein Game holen kann und dann schauen wir mal. So, wir haben noch ein Bastion. Also eigentlich gute Kombi. Man muss es nur durchbringen jetzt. Ja genau, die Frage ist immer, ob man übertreibt. Aber selbst wenn ich nicht übertreiben würde, ich seh nicht den Sinn, nur ganz leicht zu übertakten für ein bisschen mehr. Also entweder du übertaktest hart oder gar nicht. So sehe ich das meistens immer. Weil alles andere macht gar keinen Sinn für mich. Für ein bisschen mehr Leistung ist das für mich nicht sinnig. Haben die eine Anna? Nein, haben die nicht. Okay, gut. Moira? Okay. Kann aber trotzdem gut funktionieren. Vor allem kann ich auch bei Anna, bei Mercys Rettungsversuchen, wenn sie Leute rest, kann ich sie halt auch richtig geil schützen vor DPS. Das ist ja das, was ja Kirikos eh eigentlich macht. Für kurze Zeit bist du unverwundbar. Dir passiert nichts. So, erstmal ignorieren. Heiler ignorieren. Oh, ich glaube, ich hätte Mercy retten können. Aber. Ja, ich heile dich schon so gut es geht, aber ein Heiler ist schon. Okay, Bob ist gut. So, jetzt kriegt Bob noch eine Leistung. Und jetzt geht's los hier. Ah, es ist echt schon. Man darf auch nicht unterschätzen, weil viele würden sagen, ja, Moira ist voll geil im DPS, aber eigentlich ist Kiriko mit die stärkste DPSlerin im Heiler-Segment. Vorausgesetzt, du kannst mit ihren Kunais headshotten. Die machen super viel Schaden. Die sind so stark wie. Ungefähr von der Stärke her wie Cassidys Kopfschüsse. Das ist schon echt gut. Für eine Heilerin. Ja, für einen Support schon. Nein, ich hab sie nicht rechtzeitig gerettet. Okay, die haben jetzt eine Sombra. Macht die ganze Sache ein bisschen beschissener. Oh, ich hasse Sombra-Spieler. Ja, okay, gut. Ab hier endet der ganze Shit. Ja, okay, ab hier sterben wir. Okay, das heißt, ich muss mit Mercy ein bisschen mehr zusammenbleiben, weil sie wird hart ins Target genommen. Ist halt eine gute Heilerin immer noch. Trotz den ganzen Nerfs, die sie da abbekommen hat. PS4 Slim hat man ja 50% rausholen können, wenn man drauf anlegt. Aber wenn man bedacht, es macht ohne Probleme 40 rauf. Okay. Meine PS4 Pro läuft durch Übertaktung 46% schneller und die läuft immer noch ohne Probleme. Die war erst dauerhaft bei mir in Benutzung und jetzt hat die einen Kollege und nutzt sie auch. Ja, ich spiele einfach damit nicht rum. Also das ist, so sehe ich das halt immer. Bevor man irgendwas falsch macht, macht man lieber gar nichts. Das ist so mein Gedankengang immer dabei. Okay, ich mag Bob, das ist die krasseste Ulti. Bob ist wirklich Ulti, ja. Ich mag ihn. Wenn man nicht richtig platziert, wenn er sich gedicht. Ich sag das ja auch immer wieder, Bob ist manchmal krasser als manche DPSler. Ja. Das ist so traurig, dass einfach eine Ultimate stärker ist als manche Teammates in einem Game. Mhm. Leider ist er nicht zu lange da. Ja. Eigentlich müsste es Bob lange geben. Oh, das ist schlecht. Ja, Dad. Die haben uns richtig gefickt. Dreifach Kombi. Was willst du da machen? Moira Ult. Sombra Ult. Soldier Ult. Da ist man dead. Aber dafür haben wir auch jetzt ein paar Ultis. Und das gibt gleich wieder zurück auf die Schnauze. Ist
sag mal so, die Ult-Kombo gerade, es war... Ja, die Ult-Kombo war gut bei dem, muss man mal so sagen. Aber... kriegen wir, glaube ich, gut zurückgespielt. Ich werde jetzt nicht den Debuff reinigen. Warum ist schon Dings da tot? Wo ist Mercy? Okay, es ist wild wieder. Okay, die pushen uns hart gerade, richtig hart. Ja, das war's für dich. Oh komm, die Ulti, nein! Ich war doch gar nicht dran, als sie sich aufgesattelt hat. Oh, das ist so bitter. Scheiße, okay, ich werde wiederbelebt, aber ich weiß nicht. Oder, holt mich noch, aber... okay, witzig. Weiß jetzt nicht, wie du dir das vorstellst. Ich kann mich nicht mehr teleportieren. Ah, ich bin dead. Was willst du machen? 5 Leute auf dich drauf. Okay, jetzt halten sie uns richtig auf Trab. Eine Runde, ja, sie schieben die Barrikade. Boah, ist das nervig. Dass wir auch nichts gegen Sombra gerade aktuell haben. Aber es ist auch schwierig, sie zu kontern. Sie kann sich ja immer wieder zurückziehen, ne? Wichtig ist halt für mich als Heiler ein bisschen auf Mercy aufzupassen, weil die ist die Erste, die halt direkt was auf die Schnauze bekommt. Ist halt anstrengend. Ja, jetzt kommt wieder diese mega unnötige Combo. Ja. Brudi, beweg dich! Was machst du da? Bleib einfach nicht stehen. Ja, bleib einfach stehen. Ja, okay, ja, ist automatisch mein Dad. Verstehe auch nicht, warum man weiter Ashe und Junkrat spielt. Es bringt gerade aktuell nichts. Ja, wenn es so weitergeht, sind wir hier gearscht. Woo! Mercy! Ja, geil. Ja, davor haben wir sie wenigstens, vor der Kiriko-Ulti hat man wenigstens noch heutzutage ein bisschen Respekt. So. Nice. Tschüss. Oh shit. Komm, geh hoch bitte, Kiriko. Oh mein Gott. Komm, geh hoch. Oh, wie wichtig. Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Aber wirklich, das ist unverschämt. Ja, Leute, ich bin nicht... Das ist gerade wild. Wo ist Mercy? Hauptsache Mercy stirbt nicht, die ist von uns beiden. Oh, ich bin tatsächlich dort der krassere Heiler. Okay, sie ist dead. Wo sind meine Mates? Ja, das ist over. Weil keiner switcht, die spielen weiterhin Ashe, Junkrat. Beides use. Okay, Junkrat
sehe ich irgendwo noch ein wenig was, aber ich sehe die Ashe nicht in dieser Konstellation. Gegen den Soldier, okay. Was willst du gegen aber eine Sombra machen? Gar nichts. Du wirst einfach weggetackelt. Wow, jetzt switch sie. Das ist immer das Geilste, weißt du? Die Leute, die immer kurz vorm Ende nochmal switchen. So, weißt du, 20 Sekunden noch Spielzeit. Ja, kann man ja nochmal hier, so, weißt du, holen wir nochmal jetzt was heraus, ne? Ja, genau. Oh, ja. Ja, die kombinieren auch gut. Was soll man sagen? Die kombinieren wenigstens ihre Ultis auch stark. Ja, ist durch. Da wollen wir auseinandergenommen. Aber das muss man schon sagen, da haben uns... Guck dir das an. 6000. Also, okay, Alter, scheiße. Ashe war sogar besser als Junkrat. Yo, das ist sad. Aber hier. Du hast wenigstens deinen Job gemacht und... Na komm, gegen den Schmeurer. Ja, aber guck mal, immerhin noch ein paar Herausforderungen abgeschlossen. Bisschen den Battle Pass geleveled. Den tollen Battle Pass, ne? Wo man hier ein paar zusätzliche Credits bekommt. Ja, ja, aber gut. Ich würde mal sagen, wir gehen hier mal aus dem Spiel schon mal so weit raus. Mhm. Und gehen mal hier rüber in das andere Studio. Immer, warte, jetzt lesen wir noch kurz durch. Ich habe gerade aktuell nicht gelesen, was hier abgeht. Die Leistung muss man halt der Kühlung anpassen. Ist halt Standard, weil PlayStation die Belüftung der PS4 so schlecht hatte, haben die von sich aus 0,2 GHz untertaktet. Gönnt man mehr Kühlung, kann man auch wieder hochschrauben. Für mich muss eine Konsole auch nicht kompakt sein. Ich will die ja nicht jeden Tag mit mir herumtragen. Für mich ist eine Konsole auch nur ein PC. Ja, wobei viele Leute ja immer noch damit so argumentieren würden, dass es exakt genau nicht der Fall ist. Ne? Dass Konsole Konsole ist, PC ist PC. Aber ich finde immer so, der beste Mittelweg ist immer noch ein Laptop. So. Ein guter Laptop, wo du wirklich Top-Titel jetzt nicht mit der besten Einstellung spielen kannst, aber mindestens mit Low- bis Mitteleinstellung. Ja, ich weiß 1,3. Noch, als ich mit Valorant angefangen habe, habe ich wirklich das erste Mal auf so einen alten Scheiß-Laptop gespielt. Aber 1,3, oder? Würdest du auch zustimmen? So ungefähr 1,3? Für einen soliden Laptop, Gaming-Laptop natürlich. Ja, meiner war ein normaler Laptop. Achso, deiner war ein normaler. Ja, okay. Ist das ein da, ganz das normaler auf das kannst du dann direkt vergessen. Ja. Aber so wirklich, finde ich so mittlerweile, ist das für mich auch attraktiver geworden, entweder einen Laptop zu nehmen, einfach weil du damit dann wirklich von überall gamen kannst. Mhm. Weil ohne meinen Laptop beispielsweise, den ich auch hier für die Arbeit benutze. Ich sehe schon, Zug-WLAN wird gesnackt und dann war man... Ja, natürlich. Ja, nein, nicht immer. Da spiele ich lieber auf mein Handy. Aber wenn ich zum Beispiel LAN-Partys so mit Leuten mache, die kommen alle mit ihrer Konsole und ich bin ja kein Konsolenspieler. Ja, ich auch nicht. Das nehme ich halt immer meinen Laptop mit. Also, und auf den laufen die Spiele auch. Als ich meine Konsole bekommen habe, ich habe sie damals, als sie im Bundle mit Black Ops 4 rausgekommen ist. Leider konnte ich das Black Ops 4 damals nicht spielen, weil ich da zu klein für war. Meine Aber Hauptsache, man hat die Konsole bekommen. Aber genau, die Konsole hatte ich und das war super. Dann habe ich da immer gespielt, dann habe ich Resident Evil 2 Remake drauf gespielt und so und die ganzen Tomb Raider Spiele, blablabla. Ich war halt so, ne? So, da, so nicht als FPS, sondern so, ne? Story Games und so. So als Abschluss kann man sagen, so das Einzige, was für mich zu klein für ja, bei mir war das auch so. Ich hatte wenigstens einen Bruder, der hat tatsächlich darauf aufgepasst, dass man keine Spiele gespielt hat, die nicht für dein Alter geeignet waren. Also das war jemand, der wirklich... Also klar würde man sagen, was für ein Spielverderber, aber damals waren die Zeiten noch anders, ne, wo Gaming noch eine Nische war und noch ein bisschen anders. Wann kam Black Ops 4 raus? Das war... Black Ops 4, boah. Weil ich hab's, meine ich, mit dem Bundle in Black Ops 4 bekommen. 2018. Warte mal. 5 Jahre. Ja, 13 war ich. Ja, guck, siehst du. Und mit 13 da durfte ich nicht mal solche Spiele spielen. Ich durfte nicht mal Counter-Strike spielen damals. Ich habe mit 9 das erste Mal Modern Warfare 2 auf der Xbox damals gespielt. Da durfte ich auch nicht spielen. Meine Mutter hat dann Shit draufgegeben. Ich musste immer heimlich zocken, wenn mein Bruder nicht da war. Aber er hat es immer gemerkt, weil ich mir irgendwelche Scheiße runtergeladen habe in den Fun-Maps. Und das hat man dann in den FPS-Zeilen oder so mitbekommen. Mm. Und dann wurde ich immer ausgeschimpft. Altersbeschränkung war nur die Frage, welchen Alki man fragt, der einen was kauft. Hätte ich machen können. Aber das ist ja das Ding. So, mein Bruder war ja sehr, sehr... Ja, wie so ein Helikopter-Dad, könnte man ja schon sagen. Ich liebe ihn ja, aber
der hat wirklich drauf aufgepasst. Ja, es ist mit meiner Oma auch so ein bisschen so. Also vor allem, als ich halt kleiner war, aber mittlerweile wird es. Ja, mittlerweile ist das. Juckt es. So, mittlerweile juckt es ihn halt auch nicht, aber zu damaliger Zeit. So, bevor du nicht die 18 vollendet hattest, hast du auch wirklich nur die Spiele gespielt, die du spielen konntest. Also ich konnte mit 16 dann wirklich nur noch 16 Spiele spielen und erst mit 18 ging es dann los, okay, jetzt darfst du auch mal den harten Tobak mal spielen. So, klar, bei Freunden hat man immer irgendwo mal Black Ops gespielt, ist klar. Ja, aber so im eigenen Haushalt durftest du es halt nicht spielen. Ich sag mal so, meine Oma hat eh keine Ahnung von PCen und den ganzen Games, die ich habe. Das heißt, das können sie weniger interessieren, was ich an meinem eigenen PC mache. Deswegen finde ich auch so als Abschlusswort, bevor wir jetzt den Stream beenden, Steam Deck. Das ist wirklich noch so einer der Dinge, wo ich wirklich am Überlegen bin, neben der PS5 mir noch zu holen. Weil ich sie leistungsfähiger als eine Switch finde. Du kannst einfach deine ganze Steam-Bibliothek vernünftig spielen, wenn es für die Steam, für Steam Deck optimiert ist. Und du kannst einfach eine Windows-Installation draufklatschen und einfach WoW oder Final Fantasy drauf zocken. Ja. Also du kannst damit eigentlich alles anstellen, was du mit einem PC halt auch anstellen könntest. Ja. Brauchst halt nur ein bisschen, musst du dich einlesen, brauchst ein gewisses Geschicklichkeitsgefühl dafür, weil man muss ja viel da rumschrauben. Also jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes am Steam Deck, sondern in den Einstellungen rauslesen, okay, was muss ich da umändern, dass es funktioniert. Funktioniert überhaupt Windows da draufladen? Ich habe gehört, läuft noch semi-optimal. Also da gibt es super viele Sachen, was man beachten muss. Aber wenn man es zum Laufen bekommt, ey, du kannst eigentlich alles drauf zocken. Sofern es irgendwie nicht zu krass für das Steam Deck ist. So. Hab Resi damals mit 100 D-Mark gekauft, in einem Kaufhaus, hat da niemanden gejuckt. Ja, aber es ist halt immer unterschiedlich. Ist unterschiedlich. Heutzutage glaube ich schon, dass man darauf ein bisschen mehr achtet. Damals, wo, wie gesagt, Gaming noch nicht so der große Shit war, glaube ich, hat es auch niemanden so krass gejuckt, wenn man sich da irgendwie ein Game geholt hat. Ne? So, Videospiele, ja, Diggi. 18, sind doch noch irgendwelche Cartoons mit irgendwelchen Ballereinlagen. Diggi, ist ja scheiß drauf. Ist doch wurscht. Ja, so. Motto, ja. Heutzutage nicht. Ich werde ab und zu mal noch offen. werde echt noch ab und zu mal nach einem Ausweis gefragt für wirklich? Einige. Ich werde nirgendwo gefühlt nach einem Ausweis gefragt. Das ist so das Ding bei Männern so. Wenn ich einen Vollbart habe, also wenn ich mal den Bart eine Weile wachsen lasse, fragt niemand. Einfach weil du dann wirklich schon erwachsen aussiehst. Du siehst aus wie 18. Aber wenn ich meinen Bart abrasiere, sehe ich für meine Verhältnisse noch ein bisschen Babyface-mäßig aus. Und da kommt es mir wirklich vor, dass ich hin und wieder wirklich noch nach einem Ausweis gefragt werde. Alkohol nicht mehr, aber wirklich nach Spiel wurde ich, glaube ich, vor einem halben Jahr mal nach einem Ausweis wieder gefragt. Ja, also es passiert durchaus noch. Ich sehe andauernd Leute, die wie 12 aus dem Wodka kaufen und ich werde bei einer Paysafe-Card nach Ausweis gefragt. Ja, es ist halt so. Also ich werde halt generell nie nach irgendwelchen Ausweisen gefragt. Tatsächlich auch, wenn ich ungeschminkt bin, obwohl ich da ehrlich gesagt ein bisschen jünger aussehe. Aber es ist halt, ich werde nicht gefragt. Ich glaube, mittlerweile juckt es auch nicht mehr. Ich glaube, das ist, wie gesagt, ich find's heute auch vielleicht eine andere Zeit. Ja, so. Ja. Also ich finde es auch lustig, wie manche Leute nach Ausweis bei einem Energy fragen. Manche Läden. Wer macht das, Leute? Ja, bei uns, bei mir zu Hause hat Edeka. Oh Gott. Der hat da schon mal mehrmals einen Ausweis gefragt. Ausweis bitte. Oh Gott. Es ist so unnötig so. Für ein Energy. Aber ich glaube, Energy ist ja auch ab 16, oder nicht? Nö. Hat keine Altersbeschränkung. Achso, hat keine Altersfreigabe. Keine Altersbeschränkung. Läden können das selber festschließen, aber es machen die meisten nicht. Die Leute wollen einfach abfucken. Ja, aber manchmal. Es ist halt. Entweder du hast Glück und. Oh. Sorry. Entweder du hast Glück und du begegnest jemanden, der chillig ist, sagst du, ach. Passt. Geh mit. Juckt keinen. Ich guck nur mit so einem halben Auge drüber. Und dann gibt es halt wirklich die Oberbürokratischen, die dann sagen, ja, wir halten uns hier nach Protokoll. Ausweis? Ne? Nicht dein Alter? Ja, dann stell mal die Wodkaflasche hier wieder zurück, mein Lieber, ne? Mein lieber Kevin. Ja, oder so, ich habe mir für PlayStation Store eine Karte geholt. Hat keiner nach dem Ausweis gefragt. Ey, ist das auch ausweispflichtig? Ab 18, also da steht immer drauf, ab 18. Wusste ich. Und ich habe mir einmal eine geholt und der war so, ha? Wusste ich gar nicht. Der hat nicht mal gefragt. Wusste ich gar nicht, dass das auch ausweispflichtig ist. Ich bin mitgeschrieben 17, ich werde gerade mal 18 dieses Jahr. Aber wusste ich nicht, dass das ausweispflichtig ist. Weiß ich nicht, aber wenn da 18 draufsteht in Rot, halt dieses Achso, das steht auf der Karte? Ja. Oh, ja, okay. Ja. Krass, wusste ich. Hab mich angeguckt, über Dings gezogen, einmal so und so für Euro bitte. Ich so, okay. Okay, keine Bin Ahnung. Bin halt besser. Gut, vielleicht, weil das einfach nichts Physisches ist. Da denkt man sich einfach, ja, juckt nicht. Warum steht da 18 drauf? Ja, der juckt nicht, passt, nimm mit. Nimm mit, so. Nimm mit. Ja, was lernen wir? Damals war alles besser. Ja. Wie immer. Ja.
Schon. So, mit den Worten können wir uns eigentlich hier aus diesem Stream verabschieden. Leute, Fami, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder tatsächlich. Da werde ich entweder Hogwarts wieder weiterspielen. Und ich bin nächste Woche wieder dabei. Oder Apex. Mal schauen, eins von beiden. Weil Freitag sind wir tatsächlich nicht da. Da wurde mir ein Workshop noch kurzfristig reingedrückt. Deswegen bin ich am Freitag nicht da und werde auch nicht streamen. Ja, aber morgen sehen wir uns ja wie immer wieder. Ne? In dem Sinne, wenn man den Ausweis nicht dabei hat, wird man gefragt, wenn man ihn hat. Ja, immer. Ja, das ist immer diese, das ist immer, wo ich dann immer denke, es hat noch was Paranormales auf dieser Welt. Ne? Ist genauso wie mit Call of Duty. Du guckst irgendwie die ganze Zeit diesen einen Winkel, drehst dich einmal um, nur um zu gucken, was hinten ist. Und genau in dem Moment kommt der Boy raus und knallt dich ab, ja, wo du dir dann denkst, Alter, ich habe gerade 2 Minuten auf diesen Platz geguckt. Ich gucke einmal nicht dahin. Ja. Und bin tot. Oder wie mit Zugticket. Einmal zieht man sich keins, es will kontrolliert. Ja, ja, und wenn man sich zieht, juckt es niemanden. Also das ist so meine Denkweise, wo ich denke, es gibt noch irgendwas auf diesem Universum. Weißt du, so Schicksal oder sowas, das gibt es. Oder Karma, sowas wird es irgendwo geben. Ich, safe. Ja. Sonst kann mir niemand beschreiben, wieso das immer so ist. Aber gut, Leute, wir müssen jetzt hier ein bisschen jetzt nochmal schnell aufräumen, bevor wir uns verabschieden. Also in den Feierabend, jetzt wirklich in den Feierabend. In dem Sinne, bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. Hau rein.